Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. Mein Name ist Moritz und ich unterhalte mich heute mit Jonas Klingberg. Er hat Psychologie studiert, befindet sich aktuell in den Endzügen seines Medizinstudiums und organisiert von Januar bis März 2021 eine Vorlesungsreihe zum Thema Psychoneuroimmunologie. Das haben wir zum Anlass genommen, um diesen Podcast aufzunehmen und über das Thema Psychoneuroimmunologie allgemein zu sprechen und im Speziellen über das Thema Schlaf und Immunsystem. Dabei hangeln wir uns an einer Übersichtsarbeit zu dem Thema entlang und dröseln dabei eine Immunantwort per se einmal auf, sprechen über die Wirkung von Schlaf bzw. Schlafmangel auf das Immunsystem und umgekehrt über die Auswirkung bestimmter immunologischer Zustände auf den Schlaf. Dabei die Balance zu halten zwischen einer differenzierten und korrekten Darstellung komplexer Zusammenhänge einerseits und auf der anderen Seite darauf zu verzichten, einzelne Immunparameter herunterzurattern und das sehr abstrakt werden zu lassen, das war an manchen Stellen gar nicht so einfach. Ich hoffe aber, dass das Gespräch insgesamt trotzdem interessant ist, auch weil wir viele andere spannende Themen gestreift haben, unter anderem Jonas' experimentelle Doktorarbeit im Labor, den Wirkmechanismus der Covid-mRNA-Impfstoffe und vor allen Dingen ganz praktische Tipps für einen guten Schlaf. Ladet euch gerne den Review, der in den Shownotes gelistet ist, herunter. Und jetzt wünsche ich euch ein gutes Zuhören bei dem Gespräch mit dem wunderbaren Jonas Klingberg. Viel Spaß! Hallo lieber Jonas, schön, dass wir miteinander sprechen. Wir haben uns ja über die Psychoneuroimmunologie kennengelernt und da bist du prädestiniert für dieses Fachgebiet, weil du anders als ich nämlich nicht nur Psychologie angefangen hast zu studieren, sondern auch noch fertig studiert hast und dann noch ein Medizinstudium drangehängt. Das stimmt. Was hat dich denn initial in der Psychologie begeistert? Und was hat dich dann noch in die Medizin zusätzlich reingezogen? Also, das war tatsächlich so, ich komme aus so einem Wohnprojekt. Ich bin in Bochum-Gärt in so einem Wohnprojekt aufgewachsen und da haben total viele verschiedene Leute gelebt. Und bin irgendwie so in so einem Umfeld aufgewachsen, wo einfach verschiedenste Leute kamen. Ich hatte auch nicht nur meine Eltern als Bezugsperson, sondern einfach ganz verschiedene Leute. Und deswegen habe ich immer schon gedacht, es gibt so verschiedene Konzepte, verschiedene Lebensentwürfe und fand das auch immer ganz toll. Alle Türen waren auf und man konnte einfach überall reingehen und wenn jemand gekocht hat, konnte man zum Mittagessen bleiben, rumlaufen, Lagerfeuer machen und so. Und da gab es halt einen Schulzirkus, also gab es einen Zirkus, dann bin ich irgendwann auch im Schulzirkus gewesen und dann habe ich nach der Schule nicht gewusst, hey, was will ich denn jetzt machen? Dann habe ich ein FSJ gemacht und da war ich in so einem Zirkuspädagogischen Zentrum in Köln. Und da habe ich dann halt viel so weiter das gemacht, was ich vorher gemacht habe, auch diese künstlerischen Sachen und so, aber irgendwie gemerkt, ich arbeite einfach gerne mit Menschen und auch was schon davor war, einfach sich anhören, was Menschen so zu erzählen haben, was die so ausmacht, was besonders an denen ist, das fand ich interessant. Und dann habe ich irgendwie erfahren, dass in Witten in der Uni hier Psychologie angeboten wird. Weil ich hatte irgendwie zwar ein gutes Abi, aber war dann bei der Studienberatung und die meinten so, ja, der Schnitt ist gut, aber haben sie nicht noch andere Interessen? Und damit habe ich mich nicht so ganz zufrieden gegeben, weil ich irgendwie dachte, nee, also ich finde das interessant. Und habe mich dann beworben und irgendwie hat es geklappt, ohne dass ich da groß drüber nachgedacht habe. Und da habe ich halt dann geguckt und die verschiedenen Vorlesungen gehabt und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Weil da ist ja so vieles dabei, Sozialpsychologie, Persönlichkeit, aber auch so therapeutischer Aspekt und das fand ich schon gut. Der Studiengang in Witten ist ja sehr klinisch ausgerichtet, glaube ich. Also was hat man denn ganz konkret für Fächer im Bachelor? Das muss jetzt nicht vollständig sein, aber du hast gesagt, also Sozialpsychologie, ja, wahrscheinlich Persönlichkeitspsychologie. Dann natürlich ganz Statistik, ganz viel Methodenlehre. Forschungsmethodik. Und aber auch schon so Gesprächsführung, klinische Psychologie, also wo Störungsbilder und sowas diskutiert wird. Ja,
sowas hat man da viel. Und genau, und das fand ich gut, aber ich habe irgendwie gemerkt, nee, das war noch nicht so das Ganze, weil ich war auch immer so mega der Biotyp und ich hab Mikroskop gehabt, ich habe schon ganz viel selber nachgelesen in der Schule und auch mehr so eigenständig gelernt. Und da habe ich gemerkt, nee, das hat dann noch irgendwie gefehlt. Und dann gab es tatsächlich den Moment, dass ich viele Freunde aus einem höheren Medizinerjahrgang hatte. Und dann irgendwie dachte, ach komm, geh da mal mit rein. Und dann war halt so eine, ich glaube, die erste Vorlesung, wo ich drin war, war Pharmakologie. Und da ging es um ein Virus und den Replikationszyklus. Und dann hat der Dozent gefragt, okay, wo könnte man hier ansetzen? Was kann man für Medikamente dagegen machen? Und da war irgendwie schon der erste Moment, wo ich so gemerkt habe, okay, wow, das finde ich super interessant, weil die Bio-Seite habe ich dann auch, dieses Naturwissenschaftliche. Und trotzdem kann man was mit Menschen dann arbeiten und auch für Menschen damit was erreichen, ganz praktisch. Und dann habe ich mir, glaube ich, nochmal Pol angeguckt und habe irgendwie... Pol ist so problemorientiertes Lernen. Das heißt, man hat in der Vorklinik, also im Grundstudium, hat man Fälle, die sind klinisch, also bricht sich dann die Oma Erna das Bein und dann kaspert genau. Man an diesem Fall durch, wie da bestimmte Grundlagenprozesse ablaufen. Also wie ist die Anatomie eigentlich von so einem Knochen und welche Muskeln bewegen das Bein wie? Und wenn jetzt der Muskel bricht und dann hat man eine Entzündung, was passiert auf biochemischer und physiologischer Ebene? Und genau, also das Pol als kleine Mini-Ergänzung. Sehr gut, genau. Das ist ja genau für alle Leute, die das jetzt nicht kennen. Wir benutzen das ja manchmal irgendwie so einfach als stehende Begriffe und so ein bisschen abstrakt, genau. Also ist man sehr praxisorientiert und auch wirklich an den konkreten Fragen lernt, wieso ist das jetzt hier schiefgegangen, was funktioniert da, was funktioniert da nicht mehr. Und dann, genau, habe ich irgendwie noch ein paar andere Sprechstunden, also wir haben ja nicht Vorlesungen, sondern so Sprechstunden, wo man Fragen an die Dozenten stellen kann, mir angeguckt und dann war es irgendwie klar, dass ich dachte, okay, super, das ist irgendwie einfach nochmal eine andere Sache und gefällt mir total gut. Dann habe ich mich beworben und es hat irgendwie auch geklappt. Und jetzt bist du auch fast am Ende des Studiums, bist jetzt im praktischen Jahr. Mhm. Und was würdest du denn sagen, bist du jetzt bereichert? Also du warst im Psychologiestudium, hast dann, glaube ich, auch parallel angefangen, noch Medizin zu machen und hast jetzt bald beide Studiengänge fertig. Was würdest du denn sagen, um was ist der Jonas jetzt bereichert in seinem Bild von der Welt, in seinem Menschenbild, in seinem Verständnis von Naturwissenschaften, dass die Psychologie alleine so nicht hinbekommen hat. Nicht, dass es ein Defizit der Psychologie wäre, aber es ist ja schon besonders, dass du so diese beiden Einblicke jetzt hast. Also erstmal dachte ich tatsächlich, die beiden Studiengänge unterscheiden sich gar nicht so stark. Und dann habe ich dann gemerkt, doch, die unterscheiden sich sehr stark. Weil man merkt schon, Psychologie, das kommt mehr so aus so einer geisteswissenschaftlichen Perspektive. Soziologie, ne? Sozialwissenschaften ist da viel drin. Das habe ich gemerkt einfach, dass man wirklich Modelle entwickelt. Wie entsteht Krankheit? Wie entsteht eine Persönlichkeit? Warum tun Menschen das, was sie tun? So die klassische Frage und dafür Erklärungsmodelle zu finden. Dann ist ja der andere Aspekt, ich glaube, das kannst du dich auch noch dran erinnern, ganz, ganz viel Forschungsmethodik und Statistik, was man auch verflucht, vielleicht manchmal, aber im Endeffekt bin ich froh drum, weil es ist schon, wenn man das gut beigebracht bekommt, spannend und man bekommt die Chance auch wirklich Studien zu lesen, sich Gedanken darüber zu machen, haben die das jetzt gut gemacht, was hat das für Vorteile, was hat das für Einschränkungen, also es ist wissenschaftliche Arbeiten und Denken. Fällt dir da spontan ein Beispiel ein, an dem du das gemerkt hast oder an dem du das so durchexerziert hast, wo dir das was gebracht hat oder ein bestimmtes Themengebiet? Ein gewisses Themengebiet? Ich kann ja, also aus meiner Warte raus, hatte ich das Gefühl, dass wir im Studium, im Medizinstudium das ganz unzureichend lernen. Also gibt es halt einen Kurs und dann kaspert man ein bisschen medizinische Biometrie durch und dann kann man irgendwie P-Wert ausrechnen und das war's. Aber so eine und wir hatten einen Prof in der Allgemeinmedizin, der hat da leider nicht so viel Zeit für gehabt, aber der hat dann großen Wert drauf gelegt, dass man einfach Studien liest und die lernt einzuordnen. Aber ich hatte oder habe den Eindruck, dass alles, was ich jetzt an, ja, in Anführungszeichen
Forschungskompetenz habe. Das habe ich mir halt nach dem Studium und selber irgendwie angeeignet, indem ich irgendwelche komischen YouTube-Videos geguckt habe und selber eben ganz viele Studien gelesen und versucht, da was Sinnvolles rauszukriegen und eben nicht zu sehen, okay, das ist ein RCT mit vielen Leuten, das ist ja, das muss ja dann super sein, sondern zu gucken, was haben die denn ganz genau gemacht, wen haben die da wie eingeschleust, wie haben die das ausgerechnet, wie sind die mit Dropouts umgegangen, was heißt das, wenn die einfach nur statistische Signifikanz schreiben und tralalala, also sind ja tausend Sachen, die man da irgendwie beleuchten kann. Ja, also ich glaube, das, was du gesagt hast, das geht mir manchmal auch ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, Mediziner sehen sich so als Bollwerk der Wissenschaft und man lernt es aber nur ganz kurz und es wird ganz viel mit Studien um sich geschmissen und so, ohne dass man so ein bisschen selbstkritisch guckt, kann man das denn jetzt wirklich so behaupten? Stimmt das jetzt so? Oder ja, welche Einschränkungen gibt es? Kann man jetzt einfach hier so einen Transfer machen oder sowas? Und genau, dafür habe ich gemerkt, ist es schon gut, einfach so um eine eigene Kompetenz zu haben und zumindest selber mehr diesen kritischen, diese kritische Herangehensweise zu haben. Und da fand ich das hilfreich. Und was du gesagt hast hier an Andreas Sönnigsen heißt der, glaube ich. Ja, genau. Der hat das ja auch ziemlich gut dann durchgearbeitet und gezeigt, wow, wie kann das irgendwie in der Praxis aussehen, wenn du wirklich evidence-based Medicine machen willst. Genau, da ist es auf jeden Fall auch gut gewesen. Aber einfach, dass ich das Gefühl habe, ich habe da schon mal mit so einer Perspektive mich auseinandergesetzt und hatte nicht nur 2 Wochen Biometrie, sondern mein Interesse war auch dadurch mehr daran geweckt, glaube ich. Ja, ja. Genau, und dann hat sich irgendwie auch in die PNI-Ecke verschlagen. Und dann haben wir 2017, also haben so eine Arbeitsgruppe gehabt und haben Journal Clubs gemacht und waren auch vor allen Dingen einem Kongress, aber noch bei kleineren Sachen und haben dann selber 2017 eine Tagung zu Psychoneuroimmunologie organisiert. Ja, und genau. Deswegen ist jetzt eigentlich auch die Idee zu dem Podcast gekommen, weil es da eine Fortsetzung gibt. Magst du das einmal ganz kackdreist richtig pluggen und erzählen, was er jetzt macht? Was da? Ein bisschen Werbung. Bitte. Also genau, also ich glaube tatsächlich über den 2017 PNI Autumn School kennen wir uns, glaube ich, sogar erst. Könnte sein. Genau, ich glaube, die Arbeitsgruppe, die ist ja irgendwie 2 Jahre vorher so entstanden. Ja. Ich weiß nicht, das war wann, wann du reingedroppt bist oder… Das weiß ich auch nicht mehr. Aber es war echt schön, weil wir haben ja da auch einfach uns zu 6 oder 7, die wir waren, zusammengesetzt, Studien durchgelesen und einfach auch diskutiert, was ich total cool finde, einfach so. Selber sich eine Meinung zu bilden zu verschiedenen Sachen und zu gucken, was gibt's dazu. Und genau, wir waren ja in Innsbruck auf dem PNI-Kongress mit Professor Zenker und haben uns da die Vorträge angeguckt und dann kam ja, glaube ich, die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir laden jetzt einfach mal die spannendsten Leute ein, wir sammeln irgendwie Fördergelder ein und gucken, dass wir in Witten selber was auf die Beine stellen. Das haben wir ja gemacht und dann ist ja das Ganze so ein bisschen eingeschlafen, ne? Weil ich glaube, alle, die bei uns in der Gruppe waren, die sind dann mit dem Studium fertig gewesen und dann ist Mira, auch eine Studentin von der Uni Witten, auf mich zukommen, meinte so, ihr habt da doch mal das mit der PNI gemacht. Läuft das jetzt weiter? Ich hätte auch Lust, an diesem Journal Club teilzunehmen und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt so, ja, mega cool, dass du irgendwie drauf kommst. Es ist jetzt gerade im Moment nicht aktiv, aber eigentlich habe ich mich schon lange gefragt, warum wir da nicht weitermachen. Und dann haben wir eigentlich so das ähnlich wieder gestartet. Wobei wir jetzt so ein bisschen diverser noch sind. Ich glaube, damals waren wir im Team eigentlich nur Medizinerinnen, Mediziner. Ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen diverser. Also wir haben Psychologinnen, Medizinerinnen und einen Student, der auch, was studiert, ich glaube, Wirtschaft studiert er. Also das heißt so ein bisschen einen breiteren Ansatz und haben einfach auch erstmal wieder angefangen, uns Themen zu erarbeiten. Und dann war ja die ganze Zeit Corona, weswegen es so ein bisschen anders ist. Und wir haben uns immer per Zoom getroffen und dann aber auch überlegt, wen laden wir jetzt ein. Und ich mache einen kleinen Einschub. Für jemanden, der jetzt PNI hört und denkt, hä, was ist das denn? Magst du so einen Mini-Abriss machen? Was ist eigentlich Psychoneuroimmunologie? Im Wort steckt es eigentlich schon drin. Genau. Also Psychoneuroimmunologie ist ja ein relativ junger Wissenschaftsbereich, der sich mit den… Ja, jung ist auch relativ, oder? Das stimmt. Je nachdem, wen man so als Anfang da sieht, ist es tatsächlich schon ein bisschen länger, aber
okay, wir sagen, es ist ein junger Forschungsbereich, aber genau, die Ideen oder psychosomatische verbindende Ideen gibt es, glaube ich, schon lange. Und Psychoneuroimmunologie sagt halt, es gibt wechselseitige Beziehungen zwischen Psyche, Immunsystem und Nervensystem und hat sich das aber ganz wissenschaftlich, naturwissenschaftlich auf biologischer Basis angeschaut. Und was, glaube ich, daran einfach sehr spannend ist, dass wir das nicht, wie das jetzt mit Psychologie und Medizin manchmal passiert, so der Eindruck entsteht, das sind zwei entkoppelte Systeme, die haben gar nichts miteinander zu tun, sondern der Fakt ist, das ist ganz eng miteinander verbunden. Also das Nervensystem und das Immunsystem sprechen dieselbe Sprache über so Zytokine, über Botenstoffe, mit denen sie kommunizieren können. Und biologische Prozesse wie Entzündung haben auch knallharte Verhaltensimplikationen. Wenn, ja genau, ich kann das, soll ich ein Beispiel geben? Genau, also wir picken uns ja ein großes Thema nachher ein bisschen raus, nämlich Schlaf. Genau. Und sehen darin genau das, was du jetzt angerissen hast, nämlich genau diese vielschichtigen, multisystemischen, bidirektionalen Wechselwirkungen, tralala. Und wenn man jetzt sagt Psychoneuroimmunologie, dann ist das ein sehr heterogenes Forschungsfeld mit ganz vielen Nahtstellen eben zu den Geisteswissenschaften, genau. Und eben die Psychologie, Soziologie und aber immer als Basis eben auf dieser naturwissenschaftlichen Sprache. Das heißt, so ein ganzheitliches Menschenbild wird in dieser Sprache formuliert, dass es da dann wenig zu diskutieren gibt. Also, so oder, ist es. Also, es gibt da ganz viel zu diskutieren, aber man muss daran nicht glauben, dass diese Wechselwirkungen bestehen, sondern da gibt es ganz wunderschöne Forschung zu. Und genau, das war vielleicht als Abholung. Genau, und das ist, glaube ich, das, was auch daran besonders oder neu ist, dass es eine naturwissenschaftliche Herangehensweise ist, weil oft ja so dieses Integrative oder so in so einer spirituellen Ecke abgeschoben wird oder es gibt so einen Kampf zwischen Schulmedizin und komplementären Sachen und so. Und da geht es wirklich darum zu sagen, nee, es gibt handfeste biologische Beweise und es gibt Wechselwirkungen und was dann die Folgen und die Implikationen daraus sind, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Und das wird da angeguckt. Und ja. Wobei man, finde ich, auch sagen muss, dass die Naturwissenschaft oft auch missbraucht wird. Also Es gibt dann leider halt auch regelmäßig, gerade so in der komplementärmedizinischen Esotralala-Szene, Leute, die sagen, ja, die Quantenmechanik sagt und genau. Dann gibt es so Schlagworte, die so einen vermeintlich naturwissenschaftlichen Touch reinbringen und gleichzeitig natürlich total unfundierten Scheiß predigen. Das meinen wir nicht. Nee, genau. Also es geht wirklich konkret darum, dass es da Mechanismen gibt, die man nachweisen kann, die einen Effekt haben und die einfach sagen, wie eng das miteinander einhergeht und gar nicht so leicht zu trennen ist, die Psyche und andere biologische Krankheitsprozesse. Und das geht ganz Hand in Hand und ist verzahnt. Und weil ich vorhin gesagt habe, naja, so jung ist es jetzt nicht. Ich finde die Ursprungsgeschichte der PNI eigentlich so schön, also ein Meilenstein kann man, glaube ich, sagen, von einem Psychologen, Basedowski hieß der, der hat Ratten zusammen mit einem Süßstoff, hat der ein, jetzt habe ich vergessen, was er ihm gegeben hat, irgendein Immunsuppressivum, habe vergessen was. Ich weiß auch nicht mehr den Namen. Und peinlich, naja, ist auch eigentlich total irrelevant, aber er hat das eben den Ratten gegeben und hat dann im Nachgang, also erstmal hat er das den Ratten gegeben und dann sind Ratten gestorben. Und dann hat er denen im Nachgang, die überlebt haben, nochmal nur den Süßstoff gegeben. Und das Immunsystem war aber so konditioniert, wenn ich diesen Geschmack von diesem Süßstoff als Organismus erlebe, dann war das so gekoppelt an die Immunantwort, Dass dann wieder Ratten gestorben sind. Also obwohl die dieses Immunsuppressivum nicht mehr bekommen haben, ich bin mir noch nicht. Cyclophosphamid? Kann sein. irgendwie sowas genau. War das. Und dann haben die Ratten also nur den Süßstoff bekommen und sind trotzdem weiter gestorben. Und das Witzige daran ist, dass er als Psychologe nämlich im Nachgang gesagt hat, ja, ich wusste gar nicht, dass da so ein Dogma besteht und dass das Immunsystem und das Hormonsystem und das Nervensystem
also Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem gefälligst getrennt voneinander zu sein haben. Ich habe da mal ganz unvoreingenommen drauf losgeforscht und dann hat er so diesen Link da erstmalig gefunden oder beschrieben in diesem Versuch. Ich finde das eine nette Wissenschaftsgeschichte. Ja. Auf jeden Fall. Also das, die haben wir ja, glaube ich, auch damals gelesen, die Studie in unserem Journal Club. Und das ist ja interessant. Da gibt es ja ein ganzes Feld zu dieser Immunkonditionierung und so. Und das funktioniert irgendwie erstaunlich gut, ja. Was man auch irgendwie nicht gedacht hätte. Ja, genau. Und also jetzt haben wir einmal kurz umrissen. Das ist so Psychoneuroimmunologie als Schlagwort oder PNI, sagen wir meistens. Und dann hatten wir diese Autumn School 2017 organisiert und jetzt gibt es eine Folgeveranstaltung. Wen habt ihr denn da eingeladen? Auf was kann man sich denn freuen? Also. Ich werde das übrigens noch, kurzer Funfact, am 11., also am Montag, wo eure erste Veranstaltung ist, hochladen. Das heißt, wenn der Podcast online ist und den irgendjemand hört, dann kann man sich auch direkt anmelden. Genau, also wie gesagt, dieses Mal als Online-Vortragsreihe über Zoom, aber wir haben irgendwie trotzdem ein ganz buntes Programm zusammenstellen können. Also am 11. kommt der Professor Christian Schubert, das ist ja auch eine von den PNI-Größen, sagen wir mal so. Der ist ja in Innsbruck und der lässt sich mit Hilfe der Psychoneuroimmunologie eine neue Perspektive auf die Covid-Pandemie werfen. Und ich glaube, da geht es auch wieder um diese Wechselwirkung, aber auch um zu gucken, ja, was macht das denn? Also da geht es auch, was macht Angst mit den Leuten? Wie funktioniert das? Und das ist einfach eine ergänzende Perspektive zu den ganzen Maßnahmen, die wir auch haben. Ja, und Professor Schubert hat auch zum einen so ein wissenschaftliches Standardbuch zur PNI geschrieben im Schattdauer Verlag und auch ein populärwissenschaftliches, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Was uns gesund macht, was uns krank macht. Das stimmt, genau. Das lässt sich auch sehr schön lesen und ist beides empfehlenswert, finde ich. Auf jeden Fall, genau. Den haben wir, dann haben wir Professor Carsten Krüger, der war 2017 auch schon da, der macht aber was Neues, der ist eigentlich Sportwissenschaftler und hat da sowas gemacht zu Sport und Effekte auf das Immunsystem und der macht jetzt Healthy Immunaging, Einflüsse des Immunsystems, des Lebens, die jetzt auf das Immunsystem im Alter, da kann ich noch nicht genau sagen, was es ist, aber es klingt sehr, sehr spannend. Dann haben wir noch ein mehr psychologisches Thema am 8.2. Entstehungsbedingungen des kindlichen Entwicklungstraumas von Miriam Hage. Dann haben wir am 15.2. Professor Tanja Lange, die war auch schon 2017 da, die hat viel zu Schlaf geforscht. Die müsste eigentlich unseren Podcast heute machen. Ja, genau. Wir beziehen uns ja auch auf ihre Sachen. Vielleicht schicken wir ihr das mal und gucken mal. Besser nicht. Ganz viel falsch drin. Auf jeden Fall, die habe ich gefragt, ob sie auch noch was anderes machen kann. Die macht was zu chronischer Entzündung und Psychoneuroimmunologie. Dann gibt es danach noch was, das ist nochmal ganz anders. Dr. Michael Deppler aus der Schweiz kommt der. Den kenne ich und da geht es aber mehr so darum, wir haben ja viel so Grundlagenforschung immer gemacht. Uns angehört und dann in den Vorträgen auch beleuchtet. Und da geht es mehr darum, aber wie kann man das umsetzen? Weil das finde ich die fast wichtigere Frage. Es gibt immer ganz viel tolle Forschung, aber man muss es irgendwie auch auf die Straße bringen und dann umsetzen. Und deswegen sagt er was dazu, wie funktioniert regionale und integrative Gesundheitsversorgung. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und als Abschlussvortrag ist Professor Kurt Zenker da. Den kennen wir ja auch, weil der war lange Immunologe bei uns an der Universität. Und da bin ich auch sehr gespannt. Der hat wieder einen sehr provokanten Titel. Und da geht es irgendwie der Zorn als Emotion und irgendwie. Genau, wir können es gar nicht sagen, aber wir sind sehr gespannt drauf. Wir sind sehr gespannt, ja. Genau. Also Professor Zenker, auch ganz toller, engagierter Hochschullehrer, ist jetzt, glaube ich, seit 1-2 Jahren emeritiert. Genau. Ja. Genau. Sehr schön, jetzt haben wir einmal kackdreist das Programm geplagt und ich kann es jetzt schon empfehlen, weil die Vortragenden wirklich, die kenne ich fast alle und du auch. Und, ja, und das sind wirklich Leute, die sind sehr inspirierend und die können auch diese wissenschaftlichen Sachen so gut rüberbringen, dass man sich das merken kann und das hängen bleibt. Und das finde ich immer toll, wenn man dafür begeistert werden kann. Tipptopp. Und jetzt haben wir gedacht,
Ein Podcast, wo wir nur einmal die Termine erzählen und sagen, dass man sich das anhören darf, wäre auch schade. Und wenn wir jetzt schon so zusammensitzen, dann könnten wir auch noch was durchsprechen. Und jetzt war unsere Idee, dass wir ein Review von Tanja Lange, die eben auch bei dieser Vortragsreihe jetzt was zur chronischen Entzündung erzählt, die nämlich eigentlich, oder was heißt eigentlich, also die auch sich ganz viel mit Schlaf beschäftigt hat unter dieser PNI-Perspektive. Und die hat da mit zwei Kolleginnen ein Review, ein ganz wunderbares, geschrieben. Ich dachte mir, als ich das gelesen habe, meine Güte, also da hätte man auch irgend so ein populärwissenschaftliches Buch draus schreiben können und irgendwie versuchen zu vermarkten. Aber nee, die haben einfach unfassbar viel Arbeit in diese 60 Seiten oder sowas gesteckt und das so wunderschön aufgearbeitet. Nämlich die Verbindung zwischen Schlaf und Immunsystem, aus der sich natürlich ganz viel klinische Implikationen ableiten. Also wenn man sagt, Schlaf ist so gesund, dann ist das Immunsystem ein bisschen als Vermittler dazwischen oder das, was eben auf molekularer Grundlagenebene passiert, eine andere Beschreibungsebene davon. Und genau, den packe ich in die Shownotes rein, den kann man sich jetzt auch runterladen, weil der Open Access ist und entweder parallel zum Podcast hören oder muss man auch nicht, oder den Podcast abschalten und selber das Review lesen. Aber das wollen wir ein bisschen als Framework nehmen und uns darin entlanghangeln und es einmal durchsprechen. Ja, genau. Also das ist ja echt ein richtig spannendes Paper. Es ist auch echt ein Klopper, muss man sagen. Also irgendwie 60 Seiten knapp, wobei, glaube ich, fast 30 Seiten oder sowas eigentlich nur Quellen sind. Also sie haben sich schon wirklich viel Arbeit gemacht, da wirklich alles zu sammeln, was es dazu gibt. Und was, glaube ich, daran einfach spannend ist oder neu ist, dass irgendwie Schlaf ist klar wichtig für unsere Regeneration. Das ist total logisch, aber dass die, was du gesagt haben, ne, du gesagt hast, dass die wirklich uns zeigen, wie hängt das mit dem Immunsystem zusammen und wie wird Schlaf durch das Immunsystem induziert und was hat das für Konsequenzen, wenn man zu wenig schläft? Absolut. Und wir müssen vorab noch dazu sagen, dass, also wir wollen uns nicht größer machen, als wir sind. Wir haben eigentlich keine Ahnung. Ja, genau. Also wir sind absolut keine Experten in dem Bereich des Schlafes noch, des Immunsystems. Noch haben wir jemals irgendwelche andere ernsthafte Grundlagenforschung betrieben oder ein großes Review geschrieben oder sonst was. Wir haben nur als Menschen mit Hirn uns dieses Review runtergeladen und sprechen jetzt darüber. Und wir werden vermutlich manche Sachen unangemessen simplifizieren, weil wir es selber nicht adäquat verstehen oder weil es sich einfach im Rahmen dieses Podcasts, so ist es, weil wir euch Zuhörenden das nicht zumuten wollen, zu sehr ins Detail zu gehen. Aber es ist ein kleines Experiment, also wir gucken mal, was passiert. Und genau, das wäre jetzt die Idee. Genau, und ich finde, womit man ganz gut einsteigen kann, ist, bei dem Vortrag 2017 hat Tanja Lange ihre Tochter gefragt, warum schlafen wir? Und die hat gesagt, damit wir schön werden, damit wir schlau werden und damit wir gesund bleiben. Ah, sehr schön. Und ich finde, das kann man gar nicht treffender sagen, weil tatsächlich es zu allen drei Punkten glasklar irgendwie Studien gibt, dass man schön wird, da gibt es eine tolle Studie zu, weil die haben Fotos von Probanden vergleichen lassen von ausgeschlafenen Personen und dann ein Foto nach Schlafentzug. Und natürlich sind die ausgeschlafenen Personen deutlich attraktiver gewesen. Genau, dass es irgendwie mit Regeneration zu tun hat, das ist irgendwie auch ganz klar. Und dass man schlau durch Schlaf wird, ist insofern zu übertragen, dass der Schlaf eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt bei der Konsolidierung, also bei der Festigung von Gedächtnisinformationen, was ja im Review später auch noch eine Rolle spielt. Und ich dachte, ich sage jetzt nochmal sowas ganz generell zu Schlaf. Klar, jeder kennt Schlaf, jeder weiß, was passiert, wenn man schläft, aber es wird am Anfang von dem Review auch ja nochmal beschrieben, was da eigentlich passiert. Also es gibt sowas wie verschiedene Schlafstadien, und das kann man messen, indem man so eine Polysomnographie macht. Da macht man ein EEG, da kann man die Hirnwellen, die Hirnaktivität, die Gesamtaktivität sich angucken. Man kann die Augenbewegung angucken. Es wird, glaube ich, gefilmt. Man sieht, ob sich die Leute bewegen.
Herzrate, Atmung wird angeguckt und genau, das kann man dann in Schlafstadien einteilen. Genau, Elektromyographie noch, also so Muskelaktivität, EKG hast du, glaube ich, gesagt. Ich glaube, gefilmt wird es nicht immer. Ah, das ist ja auch Latte. Das ist auf jeden Fall das, was im Schlaflabor gemacht wird. Also wenn man ins Schlaflabor geht, dann kriegt man eine Polysomnographie und das ist das, was du beschrieben hast jetzt. Ja. Und dann kann man ja einfach anhand des EEGs eigentlich vor allem und der Augenaktivität so die Schlafstadien ausmachen. Eins ist halt so, dass man diesen Dämmerzustand hat. Wenn man eine Serie guckt und dabei ist einzunicken, die Augen fangen an zu rollen, das ist so Schlafstadium 1. Dann macht man das an der Hand der Amplitude eigentlich fest. Je tiefer das Entspannungsstadium, desto höher werden diese Amplituden. Und dann gibt es so ein Stadium 2, das ist dann noch ein bisschen tiefer. Und dann gibt es sowas wie Slow Wave Sleep, also Stadium 3 und 4, wo es wirklich so die Aktivität so ganz runtergefahren wird. Die Muskeln entspannen sich auch. Und das ist so dieser Schlaf, der sich so, der regeneriert vor allem, ne? Dieser Tiefschlaf. Und genau, diese Schlafphasen wechseln sich über die Nacht ab. Und danach kommt meistens eine REM-Schlafphase. REM-Schlafphase, REM steht für Rapid Eye Movements, weil das ist so eine aktive Schlafphase, wo die Augen so schnelle Bewegungen machen, so hin und her schlackern. Und das ist die Phase, wo man auch träumt. Und diese Schlafphasen wechseln sich ab und zum Ende der Nacht, nach immer einem Schlafzyklus, ist am Ende REM. Und das wird zum Ende der Nacht auch mehr. Das heißt, je länger man schläft, desto mehr von diesen traumfördernden Phasen hat man. Genau, und das ist eigentlich so, wie man das messen kann, auch über Schlaftagebücher, diesen Fragebogen, den hast du ja auch, glaube ich, in deinem Artikel erwähnt, PSQI, und genau. Genau, ich glaube, Pittsburgh Sleep Rating Scale oder sowas. Genau, ich habe auf meiner Website moritzbinder.com unter den Artikeln so mal alles gesammelt, was ich jemals irgendwo gefunden habe dazu, wie man gut schläft. Mhm. Ja. Was jetzt vielleicht müßig, das runterzurattern, kann man angucken, können wir auch nachher nochmal drüber sprechen, wie man eigentlich gut schläft vielleicht. Mhm. Und was, glaube ich, jetzt an diesem Artikel einfach neu ist, man hat sich irgendwie am Anfang gefragt, naja, warum werden Leute denn müde? Was ist jetzt der auslösende Faktor, dass Leute irgendwie auf einmal nach einem Tag, wo sie was gemacht haben, müde werden? Und dann haben sich Wissenschaftler gefragt, gibt es sowas wie einen Schlaffaktor, der irgendwie ausgeschüttet wird oder den es dann gibt im Gehirn zum Beispiel und der macht müde. Und da gibt es ja so eine spannende Studie, die am Anfang erwähnen, Ishimori und Pierron 1909. Und es ist eine Tierstudie, da haben die bei Hunden geguckt, haben die Liquor entnommen, also die Hirnflüssigkeit, und haben von einem Hund, der den ganzen Tag unterwegs war, den Liquor genommen und einem Hund, der eigentlich wach und ausgeschlafen war, gespritzt. Und was passiert ist, der ist eingeschlafen. Was dafür spricht, dass es irgendeinen auslösenden Faktor gibt. Und die haben dann auch so ein Peptid S irgendwie gefunden. Und was das Spannende daran war, das ist ein Abbauprodukt von Zellprozessen. Und dann haben sie gemerkt, das ist ja irgendwie logisch. Und im Verlauf wurde auch rausgefunden, genau, Zellabbauprodukte im Liquor sind schlaffördernd. Ein gutes anderes Beispiel ist auch ADP, Adenosindiphosphat. Das ist von dem ATP, also von dem Energielieferant, das Abbauprodukt. Und das kann man aber auch ganz gut blocken, weil da gibt es so Rezeptoren, ADP-Rezeptoren. Und das Gegenmittel dagegen ist Koffein. Ne? Also eigentlich, wenn man einen Tag gearbeitet hat, sagt einem das Gehirn, ganz viel Energieumsatz gewesen, mach mal eine Pause. Und dann trinken wir einen Kaffee und dann sind die Rezeptoren geblockt und wir sind gar nicht müde. Das heißt, wir haben trotzdem viel Adenosin vorhanden, ja, das abgebaut werden soll. Es kommt aber nicht an die Rezeptoren dran, weil die geblockt sind. Das heißt, wir haben da ein hohes Level und fühlen uns trotzdem nicht müde. So ist es. Und ja, das merke ich, dass das gut funktioniert. Ich bin echt ein Kaffee-Junkie auch. Genau, und das ist aber nur der eine Teil, ne? Also was, glaube ich, ja noch das nächste ist, ist, dass man dann auch festgestellt hat, es gibt auch so entzündungsfördernde Botenstoffe, Zytokine, und die machen auch müde.
Willst du da ergänzen? Oder? Ja, also ich glaube grundsätzlich die Steuerung des Schlafes ist ja total vielschichtig und gibt es teilweise auch ein bisschen widersprüchliche Ergebnisse. Also man kann wahrscheinlich noch Melatonin ist total essentiell, ist relativ unstrittig, dass das natürlich den Schlaf mit moduliert. Dann so eine zirkadiane Rhythmik, die allgemein da ist und über Ernährung und was da geil was gesteuert wird. Ich glaube Growth Hormone, also Wachstumshormon. Ich glaube sogar, also genau, es gibt verschiedene Stoffe, die das mit modulieren. Und ein weiterer ist eben das, was hier in dem Review schön beschrieben ist. Wenn man jetzt das Ganze unter dem Aspekt des Immunsystems beleuchtet, dass es da auch bestimmte Player gibt, die vermutlich auch den Schlaf modulieren und andersrum gedacht, der Schlaf auch das Immunsystem an bestimmten Punkten mit triggert oder moduliert oder beeinflusst. Und jetzt ist die Frage, ob wir uns trauen, ich weiß, die Vorklinik ist lange her, ob wir so eine Immunantwort nochmal ganz grundlegend hier mit durchgehen. Das ist nämlich auch schön beschrieben in dem Artikel. Also wenn man überlegt, was ist eigentlich das Immunsystem, so relativ einfach runtergebrochen. Wie kann man das einteilen und was passiert, wenn mein Organismus dann eine Immunaufgabe im Sinne eines bestimmten Pathogens oder Antigens vorgesetzt bekommt? Glaubst du, wir kriegen das hin? Genau, also ich fand dieses Bild, was da in dem Artikel ist, wirklich gut, weil das sehr einfach das zeigt, und aber ich glaube, wir kriegen das hin. Also das ist ja eigentlich, das Immunsystem ist ja irgendwie so ein bisschen das, oft wird das verglichen mit so einem Bollwerk oder einem Verteidigungssystem gegen Angreifer, und auf Englisch gibt es ja da erstmal die First Line of Defense, also es gibt so eine erste Verteidigungslinie, die überhaupt verhindert, dass irgendwie Bakterien, Parasiten, Keime in unseren Körper reinkommen. Das ist irgendwie die Haut, die hat einen Säureschutz. Dann haben wir irgendwie Schleimhäute, da werden so Enzyme, Lysozym und so ausgeschüttet, die einfach schon mal vieles auflösen, was einfach stören könnte. Auch letztlich das Verhalten, also wenn wir Ekel vor irgendwas empfinden, dann ist das ein evolutionärer Schutz auch, uns vor Pathogenen zu schützen letztlich. Voll. Ist auch wieder eigentlich so sehr einfach runtergebrochen ein Abbild der Ganzheitlichkeit des Menschen. Also genau, da sieht man, das ist auch Immunsystem letztlich, dass wir Ekel empfinden und uns dann vor Leuten, die irgendwie krank sind, fernhalten wollen. Genau, das ist die First Line of Defense. Und da ist dann auch sowas drin wie das Komplementsystem. Also es gibt irgendwie so eine Proteinkaskade und die spalten sich untereinander und dann machen die so ein Loch in die Keime, dann läuft da Wasser rein und die Zelle wird funktionslos, also die Bakterie zum Beispiel, die da gekommen ist. Das ist so ganz basic. Genau. Und wenn jetzt ein Erreger aber doch sich durch die Haut durchmogelt und dann irgendwie im Gewebe drin ist, dann ist erstmal bei jedem Menschen da das angeborene oder das unspezifische Immunsystem. Da, genau, das kriegt jeder mit. Also wenn jetzt, ich habe einen kleinen Sohn, der ist vor einem halben Jahr auf die Welt geplumpst, der hat das schon. Der hat schon Granulozyten, Monozyten, dendritische Zellen. Es muss sein, je nachdem, was für einen Hintergrund man jetzt hat, kann man schon mal gehört haben oder ist total gelangweilt von dem, was wir jetzt erzählen. Aber das ist da im Gewebe. Und wenn da jetzt so ein Antigen, das ist ein unglückliches Wort eigentlich. Jetzt hören auch alle mit, das können wir auch gleich machen, einmal besprechen, was eigentlich jetzt dieser Impfstoff, was da Tolles passiert. Also das Antigen, das sind eigentlich Oberflächenstrukturen auf einem Bakterium zum Beispiel. Es hat nichts mit Genetik zu tun. Die Antikörper wiederum, das sind wir, das ist das, was wir dann bilden. Da kommen wir dann gleich drauf. Also erstmal, ich habe ein Bakterium mit Antigen-Oberflächenstrukturen und das kommt jetzt in mein Gewebe rein und dann wird das erkannt. Die schreiben hier in dem Review schön, dass es so Pattern Recognition Receptors gibt, also PRRs. PRRs. Und die machen im Grunde die Grunduraufgabe des Immunsystems leisten. Die unterscheiden nämlich zwischen fremd und körpereigen. Also was gehört zu mir, was kenne ich, das greife ich nicht an, da muss ich nichts mitmachen.
und was ist fremd? Und das kann man dann grob wieder einteilen in PAMS und DAMS, nämlich Pathogen Associated Molecular Patterns und Damage Associated Molecular Patterns, also Pathogen und Damage, irgendwas, was kaputt ist. Das heißt, das Immunsystem reagiert natürlich dann, wenn von außen irgendein böser Eindringling kommt, nämlich ein Pathogen, Pump. Aber auch wenn ich jetzt mir zum Beispiel... Wenn Zellen das, kaputt gegangen sind, genau, irgendwo. Wenn ich Sport mache, dann passiert genau. Das niederschwellig oder niedergradig. Wenn ich mir das Bein breche oder verstauche, dann ist da ja per se kein Erreger drin. Aber ich habe diese Damage-Dams, also ist irgendwas kaputt gegangen im Gewebe. Und das wird auch registriert vom Immunsystem, weil da muss es ja natürlich dann auch aufräumen. Das kann ja so nicht so ist es. Liegen bleiben. Ja. Und genau, und das ist ja auch wichtig, weil das ja auch alles zu diesen unspezifischen Aufgaben erstmal gehört. Alles, was gesund ist, soll da bleiben. Und alles, was kaputt ist, es gibt auch so... Man sagt, das Zellschrott oder Zelltrümmer, die da rumliegen und die werden dann auch von den Makrophagen, also von weißen Blutkörperchen, aufgeräumt. Es gibt so natürliche Killerzellen, die ne, auch so da unspezifisch Zellen kaputt machen. Und auch T-Zellen, die sind dann eigentlich eher schon von dem spezifischen Part, aber die gucken auch mit diesen Oberflächenrezeptoren, gucken die jede Zelle an. Und die präsentiert, ist das alles okay da drin oder ist es nicht okay? Und wenn alles okay ist, dann wird gesagt, okay, es passiert nichts. Und wenn da was nicht okay ist, dann wird ja auch diese Zelle kaputt gemacht, auch körpereigene Zellen. Genau, und dann passiert Entzündung letztlich. Ja, und genau. Da gibt es diese Kardinalsymptome, also lernen wir dann im Studium 100.000 Mal Rubor, Kalor, Dolor. Und Funktiolese, also ein Funktionsverlust. Genau, und das ist das, was man beobachten kann. Also das rötet sich, das schwillt an, das tut weh, das wird heiß. Und das ist Abbild eigentlich davon, dass dann auf einer molekularen, immunologischen Ebene zum Beispiel NF-Kappa-B, das ist so eine oder wahrscheinlich der Transkriptionsfaktor aktiviert wird, der dann Akutphaseproteine wiederum aktiviert. Also, wir hatten unsere PRRs und die detekten, also sehen die Pumps oder die Dumps und wenn die jetzt sowas so komisch hier Englisch zu lesen und Deutsch zu denken, recognizen, also wenn die das erkennen, dann aktivieren die NF-Kappa-B, diesen Transkriptionsfaktor, der dann wiederum Zytokine und also weitere Player des Immunsystems, Interleukin 1, 6, TNF, genau. INF und weiß der Geil was, aktivieren, die dann diese Entzündungsreaktion machen, die wir beobachten können, die wir gerade beleuchtet haben. Das sind ja einfach Botenstoffe, akute Phaseproteine nennt man das auch. Und die führen dazu, dass dann die Gefäße sich weiten, die ganzen Immunzellen dahin kommen. Das verstärkt sich gegenseitig, dass die alle angelockt werden an den richtigen Ort und dann ihres Amtes da walten können quasi. Und genau, und was ja, glaube ich, spannend ist, und das ist jetzt auch in diesem Artikel neu, dass es von der Zusammenfassung dieser vielen Studien, die es gibt, eher so eine Tendenz gibt, diese proinflammatorischen, also diese entzündungsfördernden Stoffe, das sind eher Stoffe, die so müde machen, wenn die sich anreichern. Ich mache einen Vorschlag. Ja. Lass uns die Immunreaktion einmal noch zu Ende durchdenken mit adaptivem Immunsystem. Dann haben wir das einmal als kleinen Block und dann gucken wir das machen alles wir. An, was du jetzt auch angerissen hast. Also, weil das war jetzt eigentlich der erste oder der, genau, eine unspezifische Immunantwort, die zu Beginn immer abläuft. Mhm. Und wenn jetzt aber zum Beispiel hier im Corona-Pandemie, niemand kann es mehr hören, aber wenn wir jetzt so ein fucking Coronavirus abkriegen, dann passiert wahrscheinlich in der Lunge erstmal das, was wir jetzt alles beschrieben haben. Das reicht aber nicht. Also, das ist so gemein, dieser kleine Virus, der sich dann in die Zellen einnistet, dass wenn das Immunsystem nur das leisten könnte, was wir jetzt gerade besprochen haben, dann würde der Virus uns ganz platt machen. Das Immunsystem hat aber noch was im Petto. Das kann nämlich lernen mit Erregern, die es noch nicht kennt, die von diesem unspezifischen angeborenen Immunsystem nicht ausreichend abgefangen werden können, trotzdem umzugehen.
Und was passiert dann da? Was passiert im adaptiven Immunsystem? Genau, das ist ja viel spezifischer noch, weil da gibt es so dendritische Zellen, die haben so ganz viele Ausläufer, die können dieses Antigen erkennen. Die fressen das dann quasi auf und dann präsentieren sie das auf so einem Rezeptor. Dann können die T-Zellen aktivieren, das sind auch Lymphozyten, Lymphzellen, die gehen dann in die, die verändern sich dann und dann gehen die, in die Lymphknoten und da sitzen die B-Zellen. Und das sind auch so Lymphzellen, die werden aktiviert. Und dann ist es ja so, dass die dann Antikörper produzieren können. Das heißt, das sind diese Y-förmigen Dinger und über verschiedene Prozesse wird immer weiter versucht, einen zu finden, der ganz, ganz spezifisch auf diesen Erreger docken kann. Weil das dann viel leichter ist, dass der irgendwie erkannt und gefangen werden kann. Das Komplementsystem, diese Proteine, was wir gesagt haben, die können dann da dran gehen. Aber auch andere Immunzellen finden das viel leichter und können diesen Erreger viel leichter unschädlich machen. Und das, genau, wenn wir irgendwie uns ein Virus zum Beispiel einfangen, ist das ja das, was passiert. Und das dauert aber so ein bisschen Zeit. Das heißt, wenn wir irgendwie uns den Virus einfangen, dann haben wir erstmal so Krankheitssymptome. Und zu dem Zeitpunkt, wenn dann irgendwann der richtige Antikörper produziert wird, kann der Körper auch relativ schnell die Krankheit dann platt machen. Genau, und ein Witz daran ist, dass diese Antikörper, wenn die einmal vom Organismus hergestellt wurden, also wenn der ausgetüftelt hat, welche da jetzt auf dieses Antigen passen, dann bleiben Gedächtniszellen zurück. Das heißt, die stehen dann im Hintergrund, genau. Die ganzen B-Zellen, die werden wieder abgebaut, aber in ganz kleinem Maße hält sich der Organismus vor, die irgendwie in der Garage zu parken für den Fall, dass wir nochmal konfrontiert werden mit dem gleichen Erreger. Und das ist auch der Witz an der Impfung. Also wenn wir uns impfen lassen, egal was für ein Grundwirkmechanismus da ist, geht es immer darum, dass in diesem adaptiven Immunsystem der Körper lernt, mit einem bestimmten Antigen umzugehen. Also meistens sind es dann ja irgendwelche bisschen lahmgelegten Virusbestandteile oder so Bruchstücke davon. Und dann reicht es, wenn der Organismus lernt, aha, so sieht das aus, das kenne ich nicht. Also ich mache wieder, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir, das gehört nicht zu mir, das will ich nicht haben. Dagegen mache ich jetzt diese spezifische Immunantwort und bilde Antikörper aus. Und das kann ich machen, während meinem Organismus nichts passiert, weil eben die Inhalte, die im Impfstoff drin sind, mir nicht wirklich Schaden zufügen können. Kann schon sein, dass irgendwie Fieber entsteht oder dass man Lokalreaktionen hat oder leider eben in ganz, 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 ganz seltenen Fällen ist das Immunsystem dann total überfordert und macht irgendwelche Autoimmunreaktionen und ist eben überfordert und greift dann körpereigenes Gewebe an. Aber eigentlich, also genau, in 99,9% aller Fällen wird es super vertragen und man hat dann aber eben in diesem Immungedächtnis die T- und B-Gedächtniszellen, genau, die dann einfach diese Information gespeichert haben. Genau. Und das nächste Mal, wenn du konfrontiert bist, muss der Körper nicht wieder bei Null anfangen, sondern kann direkt das passende Gegenmittel quasi produzieren und den Erreger unschädlich machen. Genau, und deswegen bleiben wir dann hoffentlich auch gesund, eben weil der Erreger dann gar nicht die Möglichkeit hat, sich groß auszubreiten, uns zu infizieren und sozusagen einzufordern, dass unser Organismus erstmal die unspezifische Immunantwort macht und dann über mehrere Tage oder vielleicht zwei Wochen erst lernen muss, wie er mit diesem Erreger umgeht, sondern kann direkt eine schnelle spezifische Immunantwort machen. Und jetzt sage ich noch kurz was zur Impfung. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten Wochen viel irgendwie mit Freunden und Familie und so gesprochen und ganz viele Leute haben ja nachvollziehbarerweise so Sorge vor diesem Impfstoff jetzt, weil es ein mRNA-Impfstoff ist. Mhm. Und wenn du die Geduld hast, können wir einmal kurz durchexerzieren, was da eigentlich der Witz da dran ist. Weil das natürlich hat überhaupt nichts mit unseren Genen zu tun, die da potenziell verändert werden oder so, sondern bei den allermeisten Impfstoffen ist es so, dass eben, wie wir es gesagt haben, ein bestimmter Virusbestandteil oder sowas ist im Impfstoff drin und dagegen bildet unser Körper Antikörper. Genau, irgendwie einfach Oberflächenproteine von dem Virus oder manchmal bei Gelbfieber oder so auch der abgeschwächte Erreger. Genau, und bei diesem, es gibt ja gegen Covid gerade verschiedene Impfstoffe, die da in der Pipeline stehen, auch solche, die das so machen, wie wir es jetzt beschrieben haben.
bei diesem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, der aber jetzt da vor allen Dingen und zum Start geimpft wird, es ist so, dass da eben mRNA drin ist. Mhm. Das ist im Wesentlichen eine Information, also ein bestimmter Genabschnitt, der für einen Teil des Virus, nämlich dieses Spike-Protein, das hat jetzt auch jeder schon mal gehört, kodiert. Mhm. Also, da ist kein Virusbestandteil drin, sondern eine Information, die dann zwar in unsere Zelle, aber nicht in den Zellkern gelangt, also ganz weit weg von dort, wo potenziell mit unserem eigenen Erbgut irgendwas passieren würde. Und das wird dann in den Ribosomen, das sind so kleine Produktionsstätten, wo im Wesentlichen einfach Proteine, also alles, was in unserem Körper so passiert und hergestellt wird, das wird in den Ribosomen hergestellt. Und diese mRNA, die landet dann auch dort in den Zellen. Und dann stellt unser eigener Körper im Grunde das Antigen her. Weil in die Zelle rein kommt nur die mRNA, die ist noch in so eine Lipidschicht eingebaut, damit die stabiler ist, weil die sonst zerfällt. Also es gibt so biologische Stoffe, die gehen einfach kaputt bei Raumtemperatur und dann sind die weg. Und das soll das ein bisschen verhindern, dass die stabiler ist. Deswegen soll das auch so tief gekühlt werden, wenn man jetzt hört, oh, ja, ja, minus 80 Grad, das ist ja echt schon, eigentlich in flüssigem Stickstoff musst du das dann lagern oder genau, so, damit das funktioniert. Genau. Und weil das eben so instabil ist, packt man das nochmal in diese Lipidhülle rein und soll dadurch auch leichter in die Zelle reinkommen können. Mhm. Und wenn es dann da ist, dann geht diese Information in die Ribosomen, also in unsere Produktionsstätte, wo Proteine synthetisiert werden und dann auch dieses Spike-Protein von unserem eigenen Körper hergestellt wird. Und dann, tata, haben wir auf einmal was, womit das Immunsystem arbeiten kann. Und das abläuft, was wir jetzt beschrieben haben mit der spezifischen Immunantwort. Das heißt, dann bilden wir Antikörper gegen SARS-CoV-2. Und für den Fall, dass wir dann konfrontiert werden mit dem echten Virus, sagt unser Immunsystem, haha, fuck you, hoffentlich. Und ist eben bereit und es kommt nicht oder hoffentlich nicht zu einer klinischen Symptomatik oder einer Infektion, wie wenn man eben die Impfung nicht bekommen hat vorher. Danke, dass du das nochmal so genau erklärt hast. Ich habe das selber, glaube ich, noch nicht so gut verstanden wie jetzt, wo du das nochmal erklärt hast. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Information, ne? Weil das nochmal den Mechanismus, der einfach ein bisschen komplizierter ist, nochmal besser zeigt, also dass man gar nicht das Antigen geben muss, sondern wir selber dann das produzieren und darauf reagieren können. Und das ist nochmal vielleicht sogar niederschwelliger als Antigen oder Virus zu geben. Und trotzdem ist es einfach ein neuer Impfstoff, wo man noch gar nicht genau weiß, wie der wirkt. Aber genau, das ist halt so ein super feines, molekulares Ding. Genau, also ich habe mich jetzt richtig reingefuchst. Das hat man gemerkt. Du bist echt mich hat es wirklich interessiert, erklärt, weil ich jetzt auch geimpft werde, also oder mich impfen lassen kann und es auch möchte. Und ich kann es so nachvollziehen, wenn Leute besorgt sind und genau, da sind ja weiter einfach viele Fragen. Also auch wenn jetzt, wenn es immer heißt, ja, 95% Sicherheit und sowas, genau, es ist jetzt zu weit führen oder habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf, das jetzt in diesem Podcast hier auszubreiten. Es ist ja ganz gut, wenn das weiter diskutiert wird und genau, da sind zu Recht viele Fragen, aber ich wollte jetzt einmal, weil sich so angeboten hat, eben diesen mRNA-Impfstoff-Wirkmechanismus. Das finde ich auch gut, genau. Die aufzwängen, weil ich glaube, dass viele Leute eben davor so Sorge haben und ich das so gut nachvollziehen kann, wenn man hört, mRNA-Impfstoff. Genau, und grundsätzlich vom Wirkmechanismus her kann man da, finde ich, ganz, ganz beruhigt sein und muss auch dazu sagen, also das wird schon seit 30 Jahren oder so erforscht. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns das jetzt auf einmal irgendwie aus dem Hintern gezogen haben und jetzt gibt es diese Impfplattform, sondern da wird schon sehr lange in der Onkologie, in ich glaube auch Influenza-Wirkstoffen und so, also erforscht man schon lange dran. Und jetzt bietet es sich halt an, bei diesem Virus das auch zu nutzen. Es ist halt einfach alles eine sehr neue Technologie, also so über diese PCR-Technik. Und ich habe tatsächlich in meiner Doktorarbeit auch so RT-PCRs, also so Sachen gemacht, wo man, dann kann man sich ja auch in Zellen angucken. Also es ist ja, diese mRNAs sind ja ein Informationsträger, wie du sagst. Und man kann sich angucken über PCR-Methoden auch, wie hoch ist was exprimiert. Und das sind ja genau einfach Informationsbruchstücke, die
dann was machen auf dieser epigenetischen Ebene, dass die halt Sachen produzieren und voll. So. Da frage ich jetzt, damit wir nicht bei diesem blöden Corona-Thema hängen bleiben und weil es mich wirklich interessiert, was hast du für eine Doktorarbeit gemacht? Also, oder das ist ein schlechtes Thema. Nein, das ist schon 100, alles gut. Ich kenne es von mir selbst. Ah, oh Gott, okay, gut, jetzt habe ich meinen 2-Minuten-Vortrag. Nein, nein, alles gut. Nein, ich fand es tatsächlich ganz spannend, weil ich habe in Köln in der Molekularpathologie dann wirklich im Labor gearbeitet und finde es aber total cool, weil genau diese Technik, die jetzt ja so viel macht, PCR, also dass man DNA-Abschnitte vermehren kann, um was nachzuweisen oder was zu produzieren, aber auch diese ganzen mRNA-Ebene, das habe ich da gemacht. Und ich habe tatsächlich mir einfach Tumoren angeguckt, Darm- und Lungentumoren, und dort geguckt, wie sind da bestimmte Verankerungsproteine, wie hoch sind die exprimiert. Weil Tumor ist ja auch sowas wie eine chronische Entzündung. Und das führt dann zu Fibroseprozessen, also ganz viel Bindegewebe gebaut und so. Und meine Doktor, Vater und Mutter, die haben auch ein Virus entdeckt, das Boca-Virus. Und ich vergleiche einfach sozusagen Tumoren ohne das Virus und Tumoren, wo das Virus drin ist, ob sich das da unterscheidet in den Verankerungsproteinen. Also ob irgendwie das Virus, was da in diesen Zellen persistiert, ob das eine chronische Entzündung macht, was vielleicht Tumorwachstum fördern könnte. Interessant. Und Boca-Virus, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich weiß, also es gibt ja bestimmte Viruserkrankungen, irgendwie Epstein-Barr, die dann bestimmt mit anderen bestimmten onkologischen Erkrankungen assoziiert sind. Aber ist Boca-Virus was, was man schon mal gehört haben sollte, oder ist es was eher Seltenes? Oder anders gefragt, bei welchen onkologischen Erkrankungen tritt das denn auf und was hast du genau? So weit ist da die ganze Forschung überhaupt noch nicht. Also das ist, kennt man erst seit 2005 und man hat festgestellt, es gibt eine relativ hohe Durchseuchung mit diesem Virus und es kann irgendwie so eine Atemwegsinfektion machen. Es ist auch nicht ganz klar, ob es vielleicht mal so ein bisschen auch Magen-Darm-Beschwerden machen kann. Jedenfalls hat man aber festgestellt, es bleibt oft in Zellen irgendwie vorhanden. Und genau, deswegen ganz grundlagenforschungsmäßig ist das die Idee, wo ich dann mit dieser Testung, diesen Vergleichen gucken könnte, gibt es Hinweise darauf. Also soweit mit diesen spezifischen Sachen wie bei Mononukleose und so, das ist gar nicht so weit. Aber es war spannend, einfach um das, was du jetzt bei dem Impfstoff so genau erklärt hast, zu verstehen, dieses ganze System mit diesen mRNAs. Also du bist auf jeden Fall in der Speerspitze der Boca-Virus-Onkologie-Forschung unterwegs. Sozusagen, ja. Das hat so noch niemand gemacht. Und, na, genau, hoffentlich, sonst hättest du dir sie alle schenken können. Voll, aber das ist genau, es ist zum Verstehen einfach echt mega spannend gewesen. Ja. Wie ist es so, wahrscheinlich warst du dann ein halbes Jahr oder sowas da jeden Tag im Labor. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es, wenn man so eine experimentelle Doktorarbeit macht und im weißen Kittel im Labor steht? Ich habe das extra gemacht, genau, weil ich das nämlich erfahren wollte, auch nochmal, wie funktioniert so molekulare Forschung und wie, was macht man da, was findet man da raus? Und ich musste noch kurz reingratschen, ich habe vorhin gesagt, wir haben beide keine Grundlagenforschung gemacht und wir haben keine Ahnung, aber es stimmt gar nicht, nur ich habe keine Ahnung. Nein, das ist ja auch nur ein Projekt, das ist ja, jedenfalls ist es halt so, nein, ich wollte einfach auch mal wissen, wie funktioniert das, was steckt hinter diesen ganzen Tests, und Onkologie finde ich einfach super spannend. Und dann haben wir das uns überlegt, weil das einfach eine neue Frage ist. Und boah, der Alltag im Labor ist irgendwie schon eine krasse Sache, muss ich sagen, weil was ich im Labor anstrengend finde, also man muss sich erstmal da ja komplett neu einarbeiten. Was macht das? Man muss pipettieren lernen, weil du mit Mengen hantierst auf einmal, mit Mikrolitern, oder dann, wenn du DNA machst, das ist ganz, ganz wenig, oder die RNA-Mengen, die ich hatte, das ist im Nanogramm-Bereich, und irgendwie einfach so lernen, mit diesen Größenordnungen zu hantieren. Und was ich gemerkt habe, PCR ist ja eine super spannende Sache, das ist ja eine Methode, um DNA zu vermehren, und da musst du einfach saumäßig genau arbeiten, weil theoretisch eine DNA-Kopie reicht, dass ich die dann über diese Zyklen vermehren kann und du auf einmal was nachweist, wo nichts ist. Und das fand ich einfach spannend, wie genau das ist,
Was aber auch bedeutet, ne, also das ist ja auch diese Sache mit diesem Virustest, das ist ja auch PCR gestützt und das war auch wichtig für mich zu erkennen, ah, was weist denn eine PCR nach? DNA oder RNA. Aber es ist gar nicht so, dass das sagt, da ist jetzt ein vermehrungsfähiges Virus, sondern ein PCR-Test sagt erstmal nur, ich habe DNA gefunden. Und deswegen finde ich das wichtig, das auch zum Beispiel bei Covid zusammen zu sehen. Also positiver Test plus Symptome, das spricht für die Entzündung. Aber so ein Test ist halt auch nach einer durchgemachten Infektion zum Beispiel noch lange positiv. Teilweise, weil einfach natürlich Zelltrümmer und dieses Teil, wonach du suchst, wahrscheinlich dann auch da ist. Ohne, dass du noch infektiös bist oder ohne, dass du einfach das Virus gerade noch hast. Und solche Sachen zu verstehen, finde ich spannend. Ja, und einfach diese Komplexität, wie Zellen funktionieren, ne? Dass da wirklich viel hochreguliert wird, runterreguliert, nicht nur die DNA da ist, sondern diese ganzen mRNAs, die dann jetzt sagen, wie viel wird von was wird produziert, das fand ich einfach spannend. Und gleichzeitig irgendwie einfach die Ernüchterung, dass wenn man dann da so eine Arbeit macht, das ist irgendwie ein winzig kleiner Baustein in diesem Riesenpool von Sachen, die da passiert und du kannst Indizien finden für irgendwas, was es da gibt, aber du musst eigentlich schon irgendwie, das ist deine Lebensaufgabe, wenn ich glaube, wenn du eine Sache da durchziehen willst und das wirklich nachweisen willst oder zeigen willst, so und so und so funktioniert der Mechanismus. Es ist ja so, dass einfach viele großartige Forscherkarrieren dann einen einzelnen Rezeptor erforschen und dann dazu veröffentlichen und irgendwelche klugen Sachen sagen können. Und oft sind es auch Zufälle, habe ich das Gefühl. Ich habe mal in Berlin einen Talk gehört von dem Mensch, der den T-Zell-Rezeptor gefunden hat. Und dann haben wir ihn gefragt, und wie hat er den gefunden? Und er hat einfach alles sequenziert an DNA, also geguckt, wie ist die Basenreihenfolge, alles sequenziert, was überhaupt da war. Und dann hat er was gefunden. Und dann hat sich herausgestellt, dass es dieser Rezeptor, der so unglaublich wichtig ist. Und das habe ich auch gemerkt, so Molekularforschung, oft hat man so das Bild, der krasse Wissenschaftler im weißen Kittel geht jetzt hin und der findet genau das, was er sucht. Und die Realität ist, glaube ich, oft genau andersrum. Dass du ganz viele Sachen machst und guckst und du merkst so, auf einmal merkst du, ach krass, hier ist ein Muster. Jetzt habe ich was gefunden und dann findest du raus, stimmt, das macht das und das und das und das hängt so zusammen. Und so verdichten sich dann, wie bei einem Detektiv, die Hinweise darauf, ah, das hat wahrscheinlich Funktion. Absolut, habe ich auch schon viele Anekdoten gehört. Antibiotika wurden ja eigentlich so auch gefunden, in Anführungszeichen. Spannend, aber du wirst kein Laborforscher werden. Definitiv nicht. Also was ich sagen muss dazu ist, die Zeit im Labor hat mich teilweise auch extrem gestresst, weil ich das krass finde, diese Kombination aus, man muss wahnsinnig wach sein, weil man super genau arbeiten muss. Hast du dich einmal verdrückt bei der Pipette, ist irgendwie das ganze Experiment hin. Da musst du einfach saumäßig genau arbeiten. Und das andere ist natürlich, du machst ganz viele Tests hintereinander. Ne? Es ist wahnsinnig repetitiv. Und ja, da habe ich gemerkt, nee, das ist auf jeden Fall sehr abstrakt. Es ist super wichtig, dass es das gibt, weil man ja echt krasse Sachen rausfinden kann. Aber im Endeffekt, ich finde es viel spannender, das auch, was wir jetzt machen, zu sagen, okay, was wurde denn gefunden? Und zu gucken, was kann man daraus machen? Und wenn du diese PCR-Tests und damit Sachen nachweisen kannst und das dann aber Konsequenz für eine Krankheitsbehandlung oder auch für jemanden wirklich ganz persönlich hat, weil er geheilt werden kann oder man bei ihm was finden kann, das finde ich irgendwie noch spannender tatsächlich, als nur dieses schon irgendwie sehr abstrakt im Elfenbeinturm ist es. Das ist eine gute Überleitung vielleicht zurück zu unserem Review. Sehr gut, danke, dass du das warst, weil ich jetzt auch dachte, wir müssen dann noch ein paar Sachen weitermachen. Genau, wir haben Zeit und Muße, über alles zu sprechen, was wir wollen. Und wir waren aber bei dem Review eigentlich jetzt erstmal nur bei den Grundlagen, also was ist eigentlich Immunsystem, was macht das? Und jetzt arbeiten die eben hier ganz schön auf, was erstmal das Immunsystem mit dem Schlaf macht. Und da hatte ich dich vorhin unterbrochen, weil du eigentlich schon angefangen hast. Also welche, oder Entschuldigung, ich,
sag noch was ganz Grundsätzliches, ja, bevor wir jetzt auf diese Wechselwirkung einsteigen. Also, wenn das Immunsystem jetzt arbeitet, dann haben wir Inflammation, Entzündung. So kann man es ein bisschen platt sagen. Mhm. Und jetzt ist eben das Wichtige, dass per se Entzündung total gut ist. Also das ist eine adäquate Reaktion des Körpers. Auch wenn jemand Fieber hat als Abbild einer Entzündung, dann ist das ein Symptom und das ist richtig gut, dass das da ist in der Regel. Klar, wenn also, jetzt will ich schon wieder auf Corona raus. Will ich aber nicht. Also, machen wir es abstrakt wenn jemand ganz, ganz hoch Fieber hat und damit meine ich irgendwie 42 oder sowas, dann ist es natürlich sinnig, das zu senken. Oder dann muss man das erwägen, aber ich glaube, ganz oft ist so ein Reflex bei vielen Menschen allgemein, aber auch in der Medizin, jemand hat 38,5, Fieber senken. Und das ist natürlich total kurz gedacht, weil man im Grunde dem Immunsystem die Möglichkeit nimmt, besser zu arbeiten. Das passiert dann nämlich dadurch. Also es werden nicht die Erreger abgetötet, habe ich auch schon mal gehört, sondern, soweit ich das verstehe, erlaubt eine Temperaturerhöhung im Organismus, dem Immunsystem besser zu funktionieren und seine Aufgabe wahrzunehmen. Mhm. Und auch, haben wir, glaube ich, vorhin schon kurz gesagt, wenn man Sport macht, dann passiert auch in einer gewissen Art und Weise Entzündung. Also das ist halt ein Reiz, mit dem wir dann umgehen und uns adaptieren oder unser Organismus, unser Immunsystem. Und das ist alles total angebracht. Du machst wichtig. So eine Mini-Entzündung, ne, mit Sport quasi. Das fand ich auch so spannend. Und das ist auch gut, dann können wir gleich da auf das Modell überleiten. Aber du machst halt eine Mini-Entzündung und wenn du einen Mini-Entzündungsreiz hast, ist die kompensatorische Antwort, die Reparationsantwort des Immunsystems so groß, dass es eigentlich sogar hilfreich ist. Genau. Also man kann das auch von anderen Seiten beleuchten und sagen, Training ist nicht eine Adaptation an Entzündungen und dann Umbauprozesse, sondern man könnte auch sagen, es ist eine Adaptation hinsichtlich Energiebereitstellung oder weiß der Geier was. Mhm. Mein Grundpunkt ist nur, dass Entzündung per se nicht schlecht, sondern im Gegenteil was ganz Sinniges ist. Das Problem, und darauf kommen wir jetzt eben zu sprechen, wenn wir hier über Entzündung gleich sprechen, ist, wenn diese Inflammation da bleibt, also wenn man eine chronische Entzündung hat. Und das wollte ich einmal noch vorne wegschieben, weil diese Differenzierung, finde ich, so wichtig ist. Und dass es eine körpereigene Reaktion eigentlich ist. Genau. Genau. Genau, und jetzt hast du vorhin schon angefangen, was es für Wechselwirkungen gibt. Also jetzt kommen wir eigentlich zu dem PNI-Aspekt. Mhm. Und das ist auch noch ein schönes Beispiel zum Schlagwort PNI. Also viele Forschungen, da steht nicht Psychoneuroimmunologie obendrauf. Es geht halt um den um die Grundqualität in der Art von Forschung. Also es gibt auch Leute, die, also zum Beispiel Professor Schubert, ja, ist ein ganz klassischer, der schreibt sich das groß auf die Fahne, zu Recht, weil er da große Verdienste hat, macht Forschung in der Psychoneuroimmunologie. Aber es gibt so viele schöne Forschungen und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wo das nicht unbedingt explizit vorne draufsteht, aber wo es eben um diese Wechselwirkung zwischen Psyche, Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem geht. Und jetzt sprechen wir also über Schlaf und Immunsystem im Speziellen. Magst du noch mal da weitermachen, wo ich dich vorhin unterbrochen habe? Ja, ich muss oder auch irgendwo haben. Anders, wenn du. Nein, ich glaube, also was wir gesagt haben, ne, das war ja eigentlich ganz gut. Also diese Abbauprodukte und auch Entzündungsmarker, die geben dem Körper den Reiz, dass man auch müde werden kann. Und ich finde es total cool, weil die haben da ein sehr gutes Modell gemacht. Und das fand ich einfach ziemlich revolutionär sozusagen, weil wir haben ja über diese ganzen Dams und Pams gesprochen und es gibt verschiedene Wege, wie die in unseren Körper kommen und entstehen können. Stress führt dazu, was wir gerade gesagt haben, der Mini-Stress beim Sport, solange man nicht übertrainiert. Im Darm wird sowas auch. Aber letztlich auch wieder psychischer Stress. Definitiv. Also, genau, für dich ist das so selbstverständlich. Aber was passiert bei einem psychischen Reiz? Ich bin gestresst, ja, dann würden viele Leute so abtun, ja, was hat das denn jetzt mit Immunsystem zu tun? Aber da ist die Antwort des Immunsystems auch vergleichbar. Also da habe ich auch einen Cortisolanstieg und tralala. Das war eine kleine Ergänzung. Also Stress oder Reiz habe ich, genau. Oder
das Mikrobiom im Darm spielt da auch eine Rolle. Das sind einfach, genau, diese Dams und Pams sind Signale von unter, einfach können wie Informationen betrachtet werden, aber es können auch Gefahrensignale sein. Pathogene haben sowas. Und die werden halt irgendwie wahrgenommen, dann werden diese Entzündungsfaktoren ausgeschüttet, Interleukin 1, TNF-Alpha, Prostaglandine, und die führen dazu in geringer Dosis, dass wir halt müde werden, ne? Und in hoher Dosis zu so einem Sickness Behavior, was wir auch gesagt haben, dass man dann Fieber bekommt, krank wird, sich zurückzieht, um Leute auch nicht anzustecken. Da wirken die im Gehirn. Und was ich jetzt spannend finde, dass es da sowas wie so eine Dosis-Wirkungsbeziehung gibt. Ganz wenig scheint jetzt Non-REM-Schlaf, also diesen Tiefschlaf, zu fördern. Und im besten Fall ist man danach fitter als vorher. Wenn das noch mehr wird, dann ist es so, dass man ein ganz starkes Schlafbedürfnis bekommt. Und aber dieser andere Schlaf, der REM-Schlaf, der wird reduziert, wo ich so das Gefühl habe, das wird runtergefahren, um mehr von dem Regenerationsschlaf zu bekommen. Einfach, weil man merkt, okay, das ist jetzt die Priorität. Und wenn das System dann komplett entgleist, dann ist beides gestört. Also wir eine ganz hohe Last an Pathogenen oder eine ganz schwere Belastung des Immunsystems haben, dann ist beides gestört. Oder genau, dann ist wie hast du es gesagt, dann ist Non-REM und REM-Schlaf ist alles hinüber. Ist alles hinüber und dann kommt es sogar zu Schlafstörung. Das heißt, die initiale Idee ist erstmal, ne, wenn irgendwie diese Signale da sind, muss man wieder aufräumen im Schlaf. Aber wenn es zu viel wird, wie bei chronischen Entzündungen, und das fand ich auch spannend, weil der Artikel das ja zeigt, was alles chronische Entzündung ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Übergewicht. Da spielt überall chronische Entzündung eine Rolle. Und Schmerzen, Krebs, was du erwähnt hast. Und da ist es auch schön, sich bewusst zu machen, dass es so ein Teufelskreis ist. Also, so ist es. Wenn ich jetzt Schlaf als Auslöser für chronische Entzündung nehme. Und jetzt, ich hoffe, das ist verständlich, weil was wir gerade gemacht haben, war ja erstmal zu gucken, was passiert über bestimmte Modulatoren des Immunsystems mit dem Schlaf. Mhm. Genau, und andersrum gedacht, es ist so, dass der Schlaf eben die chronische Entzündung macht oder begünstigt und dadurch dann Insulinresistenz entsteht, Neuroinflammation, endotheliale Dysfunktion und sowas. Mhm. Und dadurch sich dann die kardiovaskulären Ereignisse manifestieren. Genau. Also ich habe dann eine somatische Erkrankung und die verstärkt aber wieder die chronische Entzündung. Das heißt, man hat diesen einen blöden Teufelskreis, der sich eben gegenseitig begünstigt, wo der Schlaf jetzt ein Baustein ist, neben Ernährung und Bewegung. So ist es. Also wir haben gesagt, Sport macht auch Entzündung, aber natürlich punktuell. Ja, jetzt sprechen wir wieder über die chronische Entzündung und die habe ich natürlich weniger, wenn ich zweimal die Woche Krafttraining mache und zweimal die Woche lang schön spazieren gehe und vielleicht zwischendurch nochmal schwimmen oder sowas. Voll. Das macht langfristig natürlich weniger chronische Entzündung, die ich nicht haben will, weil ich dadurch auch weniger Übergewicht, Diabetes, kardiovaskuläres Risiko, chronischen Schmerz, Krebs, neurodegenerative Erkrankungen, so ein riesiges Feld. Ganz wichtig. Haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also das alles weniger macht. Und das finde ich aber eigentlich spannend, weil das ja so ein bisschen anderes Modell ist, was dem zugrunde liegt. Das sagt, es ist halt ein Wechselspiel aus irgendwie einem Signal und wenn das adäquat abgefangen werden kann, dann bist du danach wieder regeneriert. Und wenn das System entgleist, dann verschlechtert sich das gegenseitig. Jetzt beim Schlaf meinst du? Genau, ja. Bei Schlaf und Entzündung. Genau. Ja, und das finde ich eigentlich, was war ein sehr gutes Modell. Genau, wollen wir auch noch was zu chronischer Entzündung sagen oder zu den Impfungen? Weil das fand ich auch sehr spannend. Impfungen, gerne. Waren wir vorhin schon, können wir jetzt Corona unabhängig machen. Genau. genau, was haben die Schönes zu chronischer, oder Entschuldigung, zur Impfung geschrieben und Schlaf?
Genau, also da gibt es ja irgendwie eine sehr, sehr gute Studie zu Influenza-Impfung und Schlaf. Ich glaube verschiedene, die haben auch Hepatitis und also bei verschiedenen Impfungen hat man das repliziert. Ja, und da ist es halt spannend, weil wenn man, die haben verglichen, was ist, wenn man Leute impft und sie davor bzw. danach nicht geschlafen haben oder sie konnten danach schlafen. So. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass zum Beispiel bei dieser Influenza-Studie die doppelt so hohe Antikörper-Titer gebildet haben. Und das war auch ein Jahr danach noch nachweisbar. Und über diese ganzen Studien ja irgendwie dann nochmal diese ja, Analogie zum Gedächtnis gezogen wird. Also sie haben gesagt, das Erkennen von Antigenen ist gar nicht so schlafabhängig, aber halt wirklich diese Consolidation, also und auch da, sich damit auseinanderzusetzen im spezifischen Immunsystem und dann Antikörper zu produzieren, das hängt ganz stark mit dem Schlaf zusammen und mit dem Tiefschlaf da. Also hat nichts mit REM-Schlaf zu tun, sondern mit diesem Tiefschlaf. Genau, und das Schöne eben bei diesen Impfstudien ist, dass man zeitlich genau definiert und ganz spezifisch so einen Immuntrigger setzen kann und das dadurch super untersuchen. Genau. Und also das hat man, gibt es verschiedene Forschungsdesigns und verschiedene Arten, wie die dann Schlaf restriktiert oder wie sagt man, eingeschränkt haben und das eben verglichen mit dann Menschen, die normal oder extra viel oder wie viel schlafen durften. Mhm. Aber grundsätzlich, genau, wie du sagst, also wenn jemand zum Beispiel die 8 Stunden gekriegt hat bei dieser Influenza-Impfung war das, glaube ich, dann waren die Titer, also die Antikörperantwort im adaptiven, spezifischen Immunsystem, die war doppelt so gut wie bei denjenigen, die nicht in ausreichendem quantitativen Maß schlafen durften und dadurch auch weniger von diesem Tiefschlaf, also dem Slow-Wave und Non-REM-Schlaf hatten, wodurch eben das Immunsystem dann das nicht hingekriegt hat, so gut diese Antikörperproduktion zu machen, wie eben, wenn es hätte schlafen dürfen. Ah. Ja, genau. Und da fällt mir ein, dass ich auch mal was zu gelesen habe. John Kabat-Zinn, der hat ja so ein bisschen östliche Philosophie in westlichen Kontext gepackt und MBSR und so entwickelt. Und der hat auch mal eine Studie zur Immunantwort bei Impfung gemacht mit Meditation und hat gesagt, dass es also in geringem Maße und es war irgendwie eingeschränkt, ich weiß nicht, nur bei Frauen oder also irgendeiner bestimmten Bevölkerungsgruppe, hat das auch die Immunantwort verbessert. Es wurde aber, meine ich, nicht repliziert. Gut. Und ich habe auch mal was, ich habe es jetzt nur ganz, ganz weit hinten in meinem Kopf, was dazu gelesen, dass man versucht hat, über einen Sportreiz, also haben die Patienten, die dann geimpft wurden, irgendwie um die Impfung herum irgendwie so ein Intervalltraining oder sowas gemacht. Da hat man auch dann punktuell eine verbesserte Immunreaktion gesehen. Es wurde aber, meine ich, auch nicht repliziert. Und jetzt speziell beim Sport ist die Idee, glaube ich, in der Theorie, dass man versucht, das Immunsystem noch ein bisschen mehr zu ärgern. Also bei vielen Impfstoffen, und das ist übrigens bei dem mRNA-Impfstoff nicht so, oder also da hat man nicht noch zusätzliche Adjuvantien, um das Immunsystem extra zu ärgern, um die Immunreaktion noch zu verstärken und zu triggern, also unabhängig von dem, was da an Virusbestandteil in irgendeiner Impfung drin ist, gibt man oft noch was dazu, dass das Immunsystem ein bisschen extra alert und aktiviert ist und die Idee dahinter, dass die Immunantwort besser ausfällt, also mehr Antikörper produziert werden, weil die Idee, dass man mit dem Sport das Gleiche erreicht, also das Immunsystem so ein bisschen an den Eiern packt und sagt, hey, du musst jetzt arbeiten. Und es hat da auch irgendwo funktioniert, wurde aber nicht repliziert leider. Ja, aber das, genau, was du gesagt hast, ist halt echt, natürlich diese Studien sind super spannend, ne, weil du das da so labortechnisch gut machen kannst und es hat echt einen starken Effekt auf diese spezifische Immunantwort. Dass da, und das finde ich auch schön, dass es dann ja mit dem Gedächtnis verglichen wird. Genau, magst du dazu noch was sagen? Also Memory Function of Sleep wäre jetzt in der Studie selber unterwegs, ist Seite 25. Ah, sehr gut, dass du das gleich mitlieferst. Genau, also beim Gedächtnis ist es ja so, dass man, wenn man jetzt ein Buch liest, dann
nimmst du erstmal Informationen auf. Dann ist es, das ist ja erstmal dann im Kurzzeitgedächtnis. Und dann muss es ja irgendwie, wenn du es langfristig behalten wirst, ins Langzeitgedächtnis übergegeben werden. Und das passiert einfach beim Menschen auch viel tatsächlich im Schlaf und auch über den Hippocampus und dann wird das irgendwie abgespeichert. Und dann kann man die Informationen da nachher wieder abrufen. Sagen, ich habe auf Seite 45 gelesen, Immunsystem und Schlaf und das hängt irgendwie zusammen. Und beim Immunsystem wird ja die Analogie irgendwie auch gemacht. Also klar, diese dendritischen Zellen packen sich da irgendwie das Antigen und dann präsentieren die das. Das ist die Informationsaufnahme sozusagen? Genau. Erster Schritt? Dann gibt es ja, dann müssen die T-Zelle finden, damit das weitergegeben werden kann. Und die T-Zelle muss dann danach auch noch in den Lymphknoten sammeln und die B-Zelle finden. Und wenn die Signale stimmen, dann wird dieser Antikörperproduktionsprozess gemacht. Und der Recall wäre? Und das ist der zweite Schritt, also der Transfer ins Langzeitgedächtnis, sowohl beim akademischen, kognitiven Lernprozess, als auch dann eben auf immunologischer Ebene. Genau. Und dann kommt der dritte Schritt. Und das wird ja da gespeichert auch, ne, in diesen Gedächtniszellen. Und der dritte Schritt ist der Recall, dass halt gesagt wird, okay, zum Beispiel bei einer neuen Infektion, jetzt ist es da, wir produzieren Antikörper und dann wird es markiert. Und das fand ich ziemlich interessant, dass man das so analog sehen kann und man auch nachweisen kann, dass der Schlaf auf beide Prozesse diesen großen Effekt hat. Ja. Und genau, was ich dazu noch interessant fand, das ist jetzt ein bisschen gesprungen, aber was wir davor hatten, ist ja auch dieser Effekt von Schlaf auf die Immunantwort. Genau, ich glaube, das haben wir auch noch nicht so schön rausgearbeitet und das finde ich ganz schön herausfordernd, weil eben das so kleinfutzeliger Molekularquatsch irgendwie ist. Ich finde das nicht einfach, jetzt so im Gespräch rauszuarbeiten, aber wir können es trotzdem nochmal probieren, dass eben diese beiden Richtungen, also Immunsystem beeinflusst Schlaf und Schlaf wiederum moduliert das Immunsystem, dass da dieser Link eben in beide Richtungen ist. Wir können versuchen, das nochmal ein bisschen rauszuarbeiten. So ist ja das Paper auch gegliedert. Ja. Ja, wo wolltest du anfangen? Was ich halt sehr spannend fand, waren diese Effekte von Schlafentzug auf das Immunsystem. Super. Weil das fand ich auch noch einen Abschnitt, den ich wirklich hochspannend fand. Da geht es ja dann, wird ja einmal geguckt, was macht akuter Schlafentzug, also über eine kürzere Zeit, und was macht langfristiger Schlafentzug. Und das ist auch interessant, weil das schließt ja auch den Link zu so chronisch entzündlichen Krankheiten teilweise ein bisschen. Und die haben wirklich extrem viele Studien angeguckt und ich habe mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was da passiert. Und kurzfristiger Schlafentzug, habe ich das jetzt erstmal so ganz grob zusammengefasst, schwächt erstmal das Immunsystem. So, dass von vielen Immunzellen sind wenige im Blut nachweisbar, weniger Zytokine, die, es wird auch, glaube ich, weniger Antikörper und so produziert. Also es unterdrückt so ein bisschen das Immunsystem. Genau, und das ist jetzt so schwierig darzustellen, weil es natürlich super differenziert und komplex so ist. Also es gibt dann einzelne Immunparameter, die steigen, andere, die fallen. Und es ergibt, wenn man das so im Detail liest, dann auch total Sinn. Genau, aber das jetzt einzeln zu nennen oder runterzurattern, abgesehen davon, dass es ich nicht aus dem Kopf kann, ergibt nicht so viel Sinn. Aber als Grundmessage kann man am Podcast jetzt verstehen, okay, also Schlafentzug akut schwächt das Immunsystem. So ist es. Und was ich dann zwar ein bisschen eine reißerische Konsequenz daraus fand, war, dass sie gesagt haben, ja, das könnte zum Beispiel bei Organtransplantationen genutzt werden, um die Abstoßungsreaktionen zu vermindern, fand ich jetzt ein bisschen steile These. Ja, aber es ist interessant auf jeden Fall. Genau, ich glaube, sie stellen es ja hinten zur Diskussion, dass man es auf jeden Fall weiter erforschen soll und da jetzt nicht das so platt sagen darf, weil es eben
potenziell und naheliegend viele andere Negativkonsequenzen hätte, wenn man organtransplantierte Patienten in ihrem Schlaf einschränkte. Aber die Grundidee ist, natürlich, wenn jemand ein Organ transplantiert bekommt, was macht das Immunsystem? Oh, fremdes Organ. So ist es. Was gehört zu mir, was gehört nicht zu mir, das gehört nicht zu mir, das mache ich platt. Das heißt, da habe ich eine Immunreaktion, die ich überhaupt gar nicht will, die ich dann mit ganz harten Medikamenten supprimieren muss, damit das Organ nicht abgestoßen wird und manchmal trotzdem abgestoßen wird. Ja. Und da haben sie das so in den Raum gestellt, dass man die Leute Schlaf restriktieren kann und dann das vielleicht ein bisschen abschwächen. Genau. Ja, das genau. Das fand ich auch so ein bisschen so eine steile These. Ist ja auch einfach nur eine These. Aber so dieser akute Effekt, das fand ich schon spannend. Also, dass da erstmal vieles runtergefahren wird oder wahrscheinlich auch gar nicht so gut produziert werden kann, weil die Regeneration fehlt. Bei den Zellen und auch bei den Markern und so. Und umgekehrt ist ja dieser chronische Schlafentzug macht ja eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, wenn man jetzt das so nebeneinander stellt. Wie gesagt, es ist sehr vereinfacht und da sind echt viele Quellen für jeden Parameter drin, aber unterm Strich könnte man die Tendenz daraus ableiten, dass das mehr chronische Entzündung fördert. Und das ist ja spannend, weil das so ein bisschen so diesen Teufelskreis, den wir auch schon angesprochen haben, unterstützt. Und das geht ja Hand in Hand, weil wenn ich eine chronische Entzündung habe, das ist ja auch davor irgendwie ganz gut beschrieben, das geht ganz oft mit Schlafstörung einher, weil das entgleist ist, was wir vorher gesagt haben. Das ist so die Sache und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es halt selber, ne, der Schlafentzug auch noch chronische Entzündung macht. Und das ist dieser Teufelskreis. Genau, und das sich auch so schön klinisch abbildet. Also ich versuche es nochmal ins gleiche Horn zu blasen. Kurzfristiger Schlafentzug schwächt das Immunsystem. Mhm. So plump haben wir es mal hingestellt. Genau. Und da habe ich in irgendwie im letzten oder vorletzten Podcast mit Matthias Kühlmann haben wir eine Studie gefunden, da hat man Probanden Rhinoviren in die Nase gesetzt und hat dann geguckt oder herausgefunden, wenn man die schlafrestriktiert hat, dass mit zunehmender Einschränkung des Schlafes die Wahrscheinlichkeit, dass die klinisch eine Symptomatik entwickelt haben, höher wurde. Das heißt, man hat den Probanden diese Rhinoviren in die Nase gesetzt, hat dann gesagt, du darfst normal schlafen, du darfst wenig schlafen und du darfst ganz wenig schlafen. Die Leute, die viel und normal geschlafen haben, die hatten ein niedriges Risiko, dass sich dieses Virus ausbreitet, eben weil da, wie du sagst, das Immunsystem gut arbeiten konnte. Bei denen, die so ein bisschen schlafen konnten, konnte das nicht so gut arbeiten, das Immunsystem. Das heißt, die hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eine klinische Symptomatik entwickeln und die, die ganz wenig oder fast nicht schlafen durften, die hatten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich klinisch infiziert haben und eine Symptomatik entwickeln. Das heißt, das ist jetzt ein Beispiel, wie sich das, was du beschrieben hast, abbildet. Mhm. Unser Immunsystem wird durch akuten Schlafmangel geschwächt und dann haben wir ein geschwächtes Immunsystem und können leichter krank werden. Genau. Und dann langfristig gedacht, genau, jetzt muss ich nicht nochmal wiederholen, was du gesagt hast, hat man eher eine stärkere Immunreaktion und diese unterschwellige, subtile Dauerinflammation, die eben diese ganzen westlichen Zivilisationskrankheiten so bedingen oder mitfördern und wo dieser Teufelskreis entsteht, den wir beschrieben haben. Ja. Und das fand ich auch nochmal spannend, weil die ja wirklich da ganz viele Daten zusammengetragen haben und man solche Tendenzen dann da sehen kann aus diesen Sachen. Was ich noch spannend fand, war das, was sie zum Mittagsschlaf oder Napping schreiben. Sollen wir dazu was sagen? Das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich aber sag raus. Mal gerne was. Also ich wusste, und das schreiben die hier in dem Review gar nicht, dass es so witzige Studien oder Versuche mit irgendwie einem Jetpiloten zum Beispiel gibt, wo die dann 26 Minuten Power genappt haben. Ich weiß es ganz zufällig, keine Ahnung warum. Also es ist wahrscheinlich total latt, ab 26 oder 23 Minuten auf jeden Fall die haben Power genappt. Und dann stieg deren Konzentrationsfähigkeit in irgendwelchen kognitiven Tests am Computer eben ganz dramatisch an. Und wenn man es jetzt unter einem Gesundheitsaspekt beleuchtet, dann ist es so, dass in epidemiologischen Studien, also wenn man sich so Bevölkerungskohorten anguckt und dann Korrelationen ansieht, dass es da so ist, dass diejenigen, die Mittagsschlaf machen,
kränker sind als diejenigen, die keinen Mittagsschlaf machen. Denk mal erstmal, genau, warum ist das so? Und es liegt natürlich daran, dass die meisten epidemiologischen Studien für die Katz sind, beziehungsweise die Korrelationen, die da entstehen, keine Kausalität implizieren, das alte Lied, und das dann trotzdem manchmal gemacht wird. Also jetzt kann man nicht sagen, naja, wer mittags schläft, der wird kränker, sondern das ist am ehesten dadurch bedingt oder erklärbar, dass Patienten, die krank sind, Mittagsschlaf machen. Mhm. Also wenn ich ein schwer vorerkrankter armer Mensch bin, der 1000 Krankheiten hat und viel chronische Entzündung im Körper zum Beispiel und dann nach einem halben Tag einfach schon total platt bin und nicht mehr kann und angestrengt bin, dann haue ich mich halt eher mal aufs Ohr, als wenn ich so ein junger Hüpfer bin wie du, der voll im Saft steht. Irgendwie 30 oder wie alt bist du? 25? 29 Jahre alt bist und halt keinen Mittagsschlaf machst, weil du ganz gesund bist. Ja. Ich bin schon 30, ich mache auch jeden Tag Mittagsschlaf, wirklich. Also ich haue mich immer im Dienstzimmer aufs Ohr, wenn ich, genau, im Krankenhaus haben wir so ein Dienstzimmer, wo man eigentlich dann schläft, wenn man halt Dienste macht. Aber ich gehe mittags immer hoch und hoffe, dass dann gerade niemand reinkommt, habe schön meine Schlafmaske und mache immer Mittagsschlaf. So, ich würde natürlich nicht sagen, dass mich das kränker macht, sondern im Gegenteil gesünder. Und das ist auch, was die da in dem Review dann ein bisschen vorschlagen, dass man eben nicht aufgrund der epidemiologischen Daten schließen darf, dass es schlecht ist, sondern im Gegenteil Daytime-Napping. Ja, Power-Naps haben ihre Berechtigung, auf jeden Fall. Genau, das ist vermutlich, aber da gibt es nicht genügend Forschung zu, um das richtig zu sagen. Also sie schreiben, collectively findings generated in the laboratory setting suggest that napping appears to be an effective countermeasure that support the recovery of immune changes in bla 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 bla. Also was man untersucht hat, ist, wenn man Leute Schlaf restriktiert hat und dann gemessen hat, dass das Immunsystem akut geschwächt ist, also bestimmte Parameter sich verändern, dass man die mit so einem Mittagsschlaf gut wieder in die Balance kriegt. Das und stimmt, genau. Da kannst du ja nicht wieder 100% erreichen, aber zumindest einen gewissen Regenerationseffekt, ne? Genau, die haben es unterschiedlich, also es gab ein paar Studien, wo man unterschiedlich lange die Leute Schlaf restriktiert hat und dann haben die irgendwie haben die 2 Stunden nachgeholt und das hat einen guten Unterschied gemacht und ich glaube zweimal eine 30 Minuten, das hat einen guten Unterschied gemacht. Auf jeden Fall die Grundmessage ist, dass wenn man mal eine Nacht Party macht und sich danach aufs Ohr haut, auf immunologischer Ebene, dass dadurch kompensiert werden kann. Ah. In Maßen. Und ich weiß nicht, ob die das hier schreiben, das kam ich jetzt auch ganz, ganz, ganz weit hinten aus meinem Kopf hervor. Das ist interessant, wenn jemand Dienste macht im Krankenhaus, habe ich mich gefragt, wie kann man denn möglichst gut vor- oder nachschlafen? Also das ist ja schon eine enorme Belastung, wo es dann tatsächlich epidemiologische Studien wieder gibt, die zum Beispiel in Schweden dazu geführt haben, dass bestimmt, also Brustkrebs zum Beispiel, als Berufskrankheit bei Krankenschwestern anerkannt wird. Genau. Denkt man, hä? Ja, aber das, die Ratio dahinter ist, dass wenn man im Schichtdienst arbeitet, einfach unser Organismus die ganze Zeit so verwirrt ist, unter anderem auf immunologischer Ebene, und dann onkologische Erkrankungen, du zuckst, ich glaube, du willst auch was Wichtiges gleich zu sagen, eben gefördert werden oder das Risiko dafür steigt, dass es eben als Berufskrankheit anerkannt ist. Und jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wie kann man denn seinen Dienst dann so gestalten, das kann man ja nie vorher kalkulieren, also mal schläft man mehr und manchmal weniger, aber wie kann man denn möglichst es so machen, dass man da gut aussteigt und der Körper oder Organismus möglichst wenig Schaden nimmt? Und da habe ich irgendwo gelesen, dass es gut sein soll, wenn man eher vorschläft. Ich weiß nicht, ob du es erinnerst, vielleicht schreiben das auch in diesem Review, also wenn man jetzt zum Beispiel am frühen Abend noch einen kurzen Nap hinlegt, und dann in der Nacht viel wach ist, dann ist das besser, als wenn man in den Dienst geht und ackert und dann so ein bisschen rumpimmelt und guckt noch, was passiert, jetzt warte ich noch und dann geht man irgendwie um 3, 4 schlafen und legt sich noch 2 Stunden aufs Ohr. Das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht, aber das ist auf jeden Fall interessant, ne? Weil das ja doch ziemliche Effekte hat. Da fällt mir noch was anderes zu ein, und zwar habe ich noch einen Buchtipp auch. Ja. Dieses, da bezieht sich Tanja Lange auch drauf. Das Buch heißt Wake Up von Peter Spork und das ist auch so ein bisschen nicht
psychoneuroimmunologisch, aber einfach, er ist Schlafwissenschaftler und ist aber populärwissenschaftlich geschrieben und macht da so Forderungen raus. Und da ist es ganz spannend, es gibt da auch so einen feststehenden Begriff für. Social Jetlag heißt das. Und den haben vor allem Schüler tatsächlich, weil Leute haben einfach von Natur aus einen gewissen Schlafrhythmus. Ne? Wir hatten ja gesagt, es gibt so eine zirkadiane Rhythmik. Es ist aber auch von Licht abhängig, wie unsere Melatonin-Ausschüttung geht. Also gerade, das wissen mittlerweile ja auch viele Leute, dieses helle, bläuliche, weißliche Licht stellt unsere innere Uhr zurück. Und dann hat man weniger Melatonin-Ausschüttung. Und es gibt aber auch sowas wie Schlaftypen. Es gibt Lerchen und Eulen. Und das kennt ja auch jeder. Es gibt Leute, die sind irgendwie ganz früh schon fit. 5, 6 Uhr wachen die automatisch auf und sind dann fit. Und es gibt Eulen, die sind irgendwie bis spät in die Nacht wach und vor 11 Uhr braucht man mit denen gar nicht sprechen. Und von der Tendenz ist es da so, dass junge Leute und auch gerade wenn man in die Pubertät kommt, werden die Leute zu Ultra-Eulen oft. So, weil das Gehirn baut sich um und die wollen am liebsten bis spät nachts wach bleiben. Und ältere Menschen sind aber gehen oft mehr in Richtung Lerche. Und das ist so ein bisschen so ein Problem auch im Schulsystem, dass das System gemacht wurde von älteren Menschen, die sind eh früh wach, sind froh, wenn sie 10 vor 7 die erste Stunde machen können und dann 16 Uhr irgendwie raus sind. Und das führt aber zum Beispiel bei den Schülern einfach zu einem Social Jetlag, weil das komplett gegen deren Schlafrhythmus geht. Und das sieht man ja auch morgens im Schulbus. Das sind oft so Schlafzombies mit leeren Augen, die da sitzen, weil einfach für die noch Schlafenszeit ist. Und das ist irgendwie, ja, fand ich noch eine ganz interessante Ergänzung. Und passt ja auch mit diesem Schichtdienst, weil du einfach komplett gegen deinen natürlichen Rhythmus gehst, den man eigentlich hat. Und der pendelt sich auch ein. Und man kann den verschieben, indem man immer mal eine halbe Stunde das anpasst, aber eigentlich sind wir schon dafür gemacht, dass wir einen gewissen Rhythmus haben. Ja, in einem Buch, das ich zum Thema Schlaf sehr empfehlen kann, von Matthew Walker, das ist so, glaube ich, einer der berühmtesten Schlafforscher, hat einen coolen TED-Talk und ganz viele tolle YouTube-Videos, da schreibt er in diesem Buch zu den Jugendlichen und diesem Eulenrhythmus oder der Tendenz dazu, die Hypothese, dass das evolutionär so gewollt ist oder sich so entwickelt hat, dass also Teenager, die dann mit 14 lange wach bleiben wollen, ja, dass die sich dadurch den Spielraum erarbeitet haben, ohne Erwachsene zu sein. Also an der Schwelle zum Erwachsenwerden müssen die sich einmal ausprobieren und die Zähne abstoßen und brauchen nicht die ganze Zeit jemanden, der sagt, so aber nicht und jetzt aber hier so und mit dem Zeigefinger kommt, sondern die müssen sich ausprobieren und die Hörner abstoßen und können das eben leichter, wenn sie einmal am Tag nochmal Zeit nur in ihrer Peergroup haben. Das finde kann man natürlich nicht beweisen, aber es ist eine sehr interessante Theorie auf jeden Fall. Fand ich irgendwie einen spannenden Fun-Fact. Ja. Genau, und ich finde, was du jetzt auch anreißt oder was Peter Spork anscheinend in dem Buch auch schreibt, ich habe es nicht gelesen, aber du hast es gelesen und fandest es super. Definitiv. Ist ja eben so eine gesellschaftliche Dimension. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung und auch den Eindruck, dass da ein gewisses Umdenken passiert. Also ich kenne in meinem Freundeskreis viele Leute, die Schlaf sehr hoch priorisieren. Auf jeden Fall, ja. Ich würde denken, dass das weiter in diese Richtung geht, also eine Tendenz dazu ist, das hoch zu priorisieren, dass er aber gleichzeitig früher und auch immer noch es so heißt, ja, nur die Luschen schlafen halt, also there's time to sleep in the grave, tralala, du kannst schlafen, wenn du tot bist und Schlaf als was angesehen wird, was eben nur Weicheier brauchen und wenn man wenig schläft, extra, dann ist man tough, ne? Genau. Beziehungsweise ja auch dieses ganze Ding, dass, glaube ich, wenig und gar nicht schlafen so ein bisschen glorifiziert wird. Also es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Überman Sleep, also irgendwie, dass du Intervallschlafen nur machst. Habe ich mir gelesen, alle, ja. Immer dann alle paar Stunden 25 Minuten und es wird gesagt, Nikola Tesla hat das gemacht und alle möglichen Leuten und so ein bisschen dieses,
nachtwachende Genie irgendwie dahinter steht, dass das so auch, glaube ich, so ein bisschen glorifiziert wird. Auch bei uns im Studium. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir im Semester war, aber bei mir waren viele, die, was heißt viele? Also ich will es jetzt nicht auf mein Semester beziehen. Ich habe Menschen getroffen, die sich hart dafür gefeiert haben, wenn sie so einen All-Nighter geschoben haben. Mhm. Also schön in die Bib und dann bis nächsten Morgen genau. In der Bib geblieben sind. Das ist auch so. Und wie dumm ist das denn? Entschuldigung. Also da muss ich jetzt selber sagen, ich bin selber nicht der Hellste und ich musste einigermaßen intelligent studieren, damit ich das kompensieren konnte. Und in 100 Jahren hätte ich mich nicht die ganze Nacht in die Bibliothek gesetzt, eben weil es ja auch, das wusste ich damals nicht oder nicht in dem Detail, aber eben so tolle Forschung gibt, die eben zeigt, dass man dadurch weniger Lernerfolg hat. Definitiv. Das heißt, fehlt ja so, da was. Genau, es ist eine Diskrepanz zwischen dem ja, Ethos, der so herrscht in der Arbeitswelt und im Studium von Leistungsfähigkeit und nur die Harten kommen in den Garten und schlafen eben wenig und das lustigerweise, genau diejenigen, die eigentlich so einen Stil dann fahren, sich selber ein bisschen ins Knie schießen. Voll. Auf kurze Sicht beim Lernen zum Beispiel, aber auf lange Sicht natürlich erst recht, wenn man es unter gesundheitlichen Aspekten anguckt. Also da ist wirklich, finde ich, der Schlaf nicht nur eine Säule in dem Lifestyle, wo man sagt, ja, man hat da auch Ernährung und Bewegung und Schlaf, sondern es noch viel mehr eine Basis ist. Also definitiv. Ist natürlich albern, so eine Differenzierung zu machen, aber ich würde sagen, von dem, was es an klinischer Forschung gibt, vielleicht machen wir da irgendwann einen zweiten Podcast zu, wie sich das dann eben in Herz, in kardiovaskulärem Risiko und sowas abbildet. Es ist so eindrücklich, dass ich persönlich glaube, dass wenn jemand seinen Schlaf wirklich gut im Griff hat, und da dem eine hohe Priorität beimisst, dass er damit eine schlechte Ernährung und wenig oder Bewegungsmangel oder sowas fast kompensieren kann, dass das andersrum aber nicht geht. Also wenn ich mich super gut ernähre und ganz viel Sport mache, aber schlecht schlaf, kann ich es trotzdem doch, ein bisschen sein lassen. Doch, das könnte tatsächlich sein. Also ist jetzt ja auch eine Theorie, aber ich finde das schon auch nicht unlogisch. Also es ist eine ganz alberne Theorie, aber ich finde den Punkt, so kann man tatsächlich machen. Also das ist so essentiell, wenn zum Beispiel jemand schlecht schläft und versucht abzunehmen, das wird nicht funktionieren. Nee, genau, weil die Grundlage einfach fehlt, dass Regeneration stattfinden kann und dann haben wir ja schnell das, was wir auch in diesem Review haben, dieses entgleiste System und es kann gar nicht aufgeräumt werden. Ja, absolut. Macht Peter Spork da noch irgendwelche anderen Forderungen in dem Buch oder andere Gedanken, die da ganz plausibel erscheinen? Da ist einiges drin. Klar, es geht irgendwie also um diese Schulsache, aber ich habe die 5 zentralen Forderungen mal zusammengefasst, weil, wie gesagt, das ist sehr ausführlich und schönes Buch, weil populärwissenschaftlich geschrieben, aber auf Basis von der Forschung. Nein, also ne, dieses Social Jetlag-Ding ist ein Problem und er sagt auch, da muss Schule und Arbeit mehr individualisiert werden, dass Leute, die einen späten Rhythmus haben, per Gleitzeit um 9 Uhr erst erscheinen dürfen und wenn die länger arbeiten, kein Problem. Und dass diese Schule einfach, ne, gerade wenn wir das mit dem Gedächtnis haben, so kontraproduktiv ist, dann sagt er klar, die Sommerzeit, dieser Zeitwechsel ist eigentlich ein echtes Problem. Das sollte man abschaffen und sich auf eins einigen, weil auch nachgewiesen ist, es passieren danach viel mehr Unfälle und die Leute sind aus ihrem Rhythmus rausgeschmissen. Das ist ein Problem. Und andersrum natürlich, an Tagen, wo dann die Zeit eben andersrum zurückgestellt wird, also man eine Stunde länger hat, passieren weniger Unfälle. Ja, echt? Die umgekehrte Dings kannten die, aber das ist natürlich auch spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Matthew Walker in seinem Buch das schreibt, ja. Okay. Und generell sagt er dann sozusagen als positive Forderung, es ist einfach wichtig, erstmal, dass man Licht abbekommt, Tageslicht. Man muss rausgehen, weil dann stellt sich die innere Uhr auf die richtige Uhrzeit. Und wenn man zu viel Kunstlicht abbekommt, fehlt einfach der Reiz. Da gibt es ja dieses Clock-Gehen einfach, dass du da richtig in deinem Rhythmus bist. Das ist wichtig. Da fällt mir noch ein, es gibt auch schöne Forschung, ich meine, die ist noch nicht veröffentlicht. Das hat ein Professor Huberman. Mhm. Der so ein Huberman-Lab hat und ist Neurowissenschaftler und macht auch viel populärwissenschaftliches Zeugs, irgendwie Podcasts und YouTube-Videos. Und er hat erzählt, dass es jetzt Hinweise darauf gibt, dass die
der Kontrast bei Sonnenaufgängen zwischen Blau und Gelb wohl auch eine ganz entscheidende Rolle bei der zirkadianen Rhythmik spielt. Also man wusste das, was du jetzt gesagt hast, nämlich man braucht am Morgen Licht, dass man diesen Trigger einmal hat und dann auch wieder am Abend gut einschläft. Und es gibt jetzt eben Hinweise darauf, dass dieser Kontrast, also ist ja total naheliegend, wenn wir vor 10.000 Jahren aufgewacht sind, ja, dann haben wir die Sonne gesehen und dann war da auch dieses bestimmte Licht- und Kontrastverhältnis und Farbverhältnis, dass das auch damit reinspielt. Ja, das und das fand ich so einen schönen Gedanken, weil klar kann ich mich am Morgen vor meine künstliche Tageslichtlampe setzen und die mir ins Gesicht ballern lassen, eine halbe Stunde. Aber dass es vermutlich noch besser ist, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, dann einmal kurz Pause zu machen am Waldrand und den Sonnenaufgang zu beobachten. Ja, definitiv. Und das nicht nur so ein subjektives ESO-Geschwätz ist, boah, Sonnenaufgang angucken, sondern das vermutlich sich auch wieder so knallhart abbildet im Sinne eines ganzheitlichen Menschenbildes. Das fand ich also sehr schön. Da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, weil wenn wir morgens zur Klinik fahren, ist es auch, dann geht hinten über den Hügeln da die Sonne auf. Das ist genau, und das ist doch einfach ein schönes Gefühl und schön, wenn man das sieht. Und vermutlich ist es nicht nur dieses subjektive schöne Gefühl, sondern eben auch noch mehr. Ja, und bei dem Tageslicht auf jeden Fall, weil was man, glaube ich, unterschätzt ist, Tageslicht hat irgendwie 10.000 Lux und so und Glühbirnen sind irgendwo im 100er-Bereich oder so. Also da sind Welten, selbst an einem bewölkten Tag liegen dazwischen und das subjektive Gefühl, dass einem ein Spaziergang am Tag irgendwie draußen bei Tageslicht gut tut, das ist wahrscheinlich ein Faktor, warum das so ist. Und genau, jetzt war das der zweite Punkt, ich habe ihn unterbrochen. Genau, und das Gegenteil, das haben wir auch schon eigentlich mit angerissen, ist, dass man sich auch wieder Dunkelheit gönnen soll. Also dieses ganze Computerlicht, dieses helle ist klar, gibt es da jetzt auch über Night Mode und so, aber man hat auch gerade Glühbirnen und so haben oft so ein weißes Licht, das ist halt total suboptimal und dass man wirklich auch nicht nur Tageslicht bekommen soll, sondern auch Dunkelheit bekommen soll, damit das im Rhythmus ist. Genau, und da weiß ich, gibt es auch Forschung dazu, wie man Melatoninspiegel dann gemessen hat. Also Melatonin, hatten wir vorhin schon erwähnt, kennt auch jeder, steigt mit zunehmendem Tagesverlauf an und wird dann nachts senkt sich die Kurve wieder, wenn wir schlafen. Und es gibt auch Melatonin als Medikament oder Nahrungsergänzung. Das finde ich so spannend. Wenn man schlecht schläft oder schlecht einschläft, kann man das nehmen und dann sich diese molekulare Ebene ein bisschen selber zusammen basteln, indem man eben das substituiert und da diese Kurve erhöht und dann besser einschläft. Und da hat man gemessen, dass eben eine ganz kurze Lichtexposition am Abend diesen Spiegel drastisch absenkt. Ich kann das jetzt nicht quantifizieren, aber es ist natürlich ein wichtiger Hinweis, wenn ich schön darauf achte, dass ich irgendwie ab 6 nicht mehr am Computer sitze oder zumindest diesen Rotlichtmodus anhab oder sowas. Und dann gehe ich aber schön um 10 nochmal ins Badezimmer mit Flutlicht und hellen Fliesen so und guten Tag, ich putze mir jetzt die Zähne. Dann kann ich mir das alles wieder kaputt machen, diese viele Arbeit, die ich gemacht habe. Voll. Und in meinem Zimmer habe ich, falls es irgendwen auf der Welt interessiert, ich habe mir alles abgeklebt. Also diese ganzen kleinen Computerlichtchen, die sind alle mit so dunklem Tape zu. Und in meiner alten Wohnung, wo ich keine Jalousien hatte, habe ich auch die krasseste Vorhangkonstruktion gemacht, dass es wirklich dunkel ist. Und ich glaube, das macht einen riesen Unterschied. Also, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich merke wirklich, dass wenn ich nur ein bisschen Licht habe, dass ich deutlich schlechter schlafe. Das kann ich jetzt so genau nicht sagen, aber was mir auf jeden Fall hilft, ist, ich habe so ein Tageslicht-Sonnenwecker quasi. Und das ist auch schon ziemlich gut, weil der hat halt verschiedene Lichtstufen und auch der weckt einen morgens auch, dass es so die Sonne quasi aufgeht, was schön ist, weil ich werde dadurch einfach viel sanfter wach. Über eine Viertelstunde. Und abends mache ich das aber auch so, dass ich den nicht mehr auf der weißen Stufe 20 habe, sondern so ein bisschen runterstelle, dass es mehr so ein oranges, rötliches Licht ist. Ob das jetzt, ich habe keine Selbstbeobachtung gemacht, aber ich habe das Gefühl, das ist auch total gut, weil du einfach immer dann schon mal zum Schlafen gehen sukzessive das Licht rausnimmst und auch dann merkst, okay, jetzt bereite ich mich darauf vor. Und das ist ja auch, glaube ich, wichtig, so ein eigenes Gefühl dafür zu bekommen, und
sich auf Schlafen vorzubereiten, irgendwie Rituale zu haben, zu lesen und nicht dieses, ich arbeite Hochleistung oder ich mache jetzt noch kurz vorm Schlafen Sport und dann lege ich mich hin und wundere mich, dass ich nicht schlafen kann, sondern sich die Zeit dafür zu nehmen und einfach das zu machen, weil das weiß man ja auch, dass das einfach viel besser fördert, dass du auch zeitig einschlafen kannst. Absolut. Das ist eine eigene Erfahrung auf jeden Fall auch. Ich habe auch so einen Wecker und finde ihn auch großartig. Sehr schön, ne? Tageslichtwecker, sehr gute Erfindung auf dieser Welt. Was erzählt der Peter Spork noch? Genau, das haben wir jetzt auch schon angerissen. Die letzte, fünfte Forderung ist auch, ne, dass man einen besseren Umgang wieder mit Zeit findet. Weil so ein bisschen das auch im Buch eine versteckte Komponente ist. Wir haben ja eine eigene Rhythmik. Das gibt es ja, also jedes Organ hat eine eigene Rhythmik. Die Leber, wenn du immer zu den gleichen Zeiten isst, schüttet schon Verdauungsenzyme aus, bevor du isst. Und es gibt eine Rhythmik, die der Körper hat und auch verschiedene Organe. Und das ist, glaube ich, eine große Forderung, darauf auch wieder zu hören und das zu nutzen und nicht einfach gegen seinen Rhythmus zu leben, sondern auch so ein bisschen zu gucken, dass man die Bedingungen schafft, unter denen man gut arbeiten und leben kann. Und das finde ich auch sehr wichtig. Nicht so fremdbestimmt, sondern es ist halt individuell, wer unter welchen Bedingungen was machen kann. Ich glaube, der Rudi Steiner hat mal gesagt, Leben ist Rhythmus. Das ist sehr schön. Ich habe es nicht selber gelesen. Das könnte auch von Pina Bausch sein, das Zitat. Vielleicht. Und genau, man hat ja 1000 Rhythmen im Körper, die eben nicht statisch sind, also kein Takt mit 1, 0, schwarz, weiß, sondern mit, wir haben hier schon diese ganzen Hormonachsen angesprochen, die folgen alle einer zirkadianen Rhythmik, also Melatonin, so ist es. Cortison haben wir gesagt, aber auch die Temperaturkurve im Körper hat so eine Rhythmik, bestimmte Stoffwechselvorgänge, also wie du sagst, das ist alles ein ziemlich eingespieltes System und da muss man, glaube ich, auch irgendwie Acht drauf geben. Absolut. Muss man. So ist es. Sagt der Peter Spork noch was? Nee, das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Wie gesagt, ich empfehle das zu lesen, weil das kann man sehr gut so weglesen und hat immer einen Abschnitt, wo das erläutert wird und dann konkrete Forderungen, die darauf folgen. Fand ich sehr schön. Jetzt haben wir viel über Schlaf gesprochen. Vermutlich könnten wir noch viel länger drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es langsam zart wird. Gibt es noch einen wichtigen Punkt, der dir ganz essentiell erscheint, auf den wir nicht eingegangen sind? Wir können einfach nochmal sagen, das Review ist sehr empfehlenswert, ist auf Englisch, aber ich finde, es lässt sich super lesen. Ich fand es jetzt schwieriger als gedacht, diese einzelnen Immunparameter oder das, was halt ganz genau passiert, gut darzustellen. Ich hoffe, es bleibt trotzdem nicht zu schwammig und wer es wirklich verstehen will, der kann es ja nachlesen. Wie gesagt, das ist Open Access. Review heißt, ich scroll einmal hoch, The Sleep Immune Crosstalk in Health and Disease von Luciana Basedowski, Tanja Lange und Monika Haack. Und es ist echt empfehlenswert, aber es ist ein echter Brocken. Also viel Text und aber trotzdem, genau, ich finde halt gerade diese Ergänzung mit dem Immunologischen und dem Krankheitsverständnis, was da mit drin ist, echt gut. Ein Meisterwerk. Und Tanja Lange, wie gesagt, ist in der Vorlesungsreihe, die ihr jetzt gemacht habt, auch dabei. Richtig. Trotzdem, gibt es noch was, was dir wesentlich erscheint? Generell oder zu diesem Beides. Du kannst auch was generell Wesentliches sagen. Was so eine Lebensweisheit vom Jonas, die einmal noch auf den Tisch muss. Nein, also ich glaube, zu diesem Review fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, das ist ja schön, dass wir darüber jetzt gesprochen haben, solche Forschung, es gibt immer viele gute Forschung zu bestimmten Sachen. Und ich finde es wichtig, dass man das auch irgendwie rausbringt und den Leuten einfach sagt, hey, das gibt es, das ist gut erforscht und dass dann da auch Konsequenzen draus folgen. Weil ich das immer schade finde, dann machen ganz viele Leute tolle Elfenbeinturmforschung und ein paar Experten auf Kongressen kriegen das irgendwie mit, die wahrscheinlich eh schon diese Tipps beherzigen oder schlaflose Genies sind, die das eh nicht interessiert. Aber das klar zu machen, irgendwie Schlaf ist wirklich wichtig und es hat handfeste
Grundlagen. Absolut. Und ich finde, wir müssen uns in der Medizin so an die eigene Nase fassen. Also sowohl was uns selber angeht, es herrscht halt einfach weiter. Wir haben schon gesagt, im Studium, aber natürlich auch im Krankenhaus, so die Mentalität, wer wenig schläft, ist total krass. Ja, also das wird immer noch als was Gutes angesehen, im Wesentlichen, was totaler Schwachsinn ist. Mhm. Ganz kurzsichtig gedacht und richtig dumm. Also wenn Tanja Langes Tochter sagt, wer schläft, wird schön, schlau und bleibt gesund. Und bleibt gesund, genau. Kann man halt andersrum sagen, wer nicht schläft, wird hässlich, dumm und krank. Ja. So ist es irgendwie. Und wir müssen uns in die eigene Nase für uns selber packen, aber auch mal überlegen, wie das im Patientenkontakt oder in der Versorgung eine Rolle spielen muss. Ja. Also wenn man das ernst nimmt, und das macht halt leider noch niemand oder wenige Menschen, ja, dann müsste jeder Hausarzt bei jedem Besuch eigentlich fragen, wie schlafen Sie denn gerade? Mm. Dann müssten wir, ich arbeite gerade auf Intensiv, das ist ja Wahnsinn, wie die Patienten dazu gebimmelt werden, wirklich kompletto und Licht überhaupt nicht geht so. An und man unterhält sich mitten in der Nacht laut am Nachbarbett. Genau, und was für ein hässliches, grelles Neonlicht, die sind null abgeschirmt und also da ist es fast schon eine extra Meisterleistung dieser Menschen, wenn sie dann irgendwie irgendwann so gesund es. Werden. Ah. Mit Ernährung kann man es genauso sagen, wenn man sich den Krankenhausfraß anguckt, der da in der Regel serviert wird. Aber Schlaf ist eigentlich was relativ niederschwellig, glaube ich, einzurichten wäre oder was zugänglicher ist oder genau, wo man, glaube ich, schneller ganz praktisch einen Mentalitätenwandel und auch in der ganz praktischen Umsetzung oder in der Art, wie wir Krankenhaus denken und gestalten da, was viel, 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 viel besser machen müsste, könnte, ohne dass es einen großen Preis nach sich zieht. Ja. Es ist halt, finde ich, so eine kurzfristige Leistungsdenke. Ich muss jetzt hier durchballern, damit ich das irgendwie gut mache. Aber ich glaube, es ist wichtiger, das wieder mehr langfristig zu sehen und zu sagen, ja, du kannst irgendwie 3 All-Nighter machen, aber dann bist du eine Woche ausgenockt. Oder du arbeitest konstant einfach so gut, dass es für dich auch gut passt und dann bist du lange gesund und kannst vielleicht sogar mehr schaffen, wobei es wäre wieder so ein doofe Leistungsdenke, aber einfach zu sagen, nee, das andere ist irgendwie vielleicht ein bisschen nachhaltiger und langfristig gesünder. Sehr schön. Das war fast ein schönes Schlusswort, mit dem ich dich aber noch nicht entlasse. Okay. Sei so gut, sag nochmal, ihr habt eine Webseite auch für die Vortragsreihe jetzt. Ja, die ist noch sehr neu. Musst du selber kurz spicken, das ist genehmigt. Initiative-pni.de. Sehr gut. Und ich habe von dir vorhin schon gehört, dass vielleicht die Videos auch online gestellt werden. Es kommt ein bisschen drauf an, ob wie die Vortragenden zusagen, genau. Ob die einwilligen und damit einverstanden sind. Aber dann kann man, falls man das jetzt verpasst und irgendwie erst viel später hört, trotzdem auf die Webseite gucken und vielleicht das noch nachträglich ansehen. Und dann wäre meine Abschlussfrage, Jonas, was ist für dich Gesundheit und was hilft dir dabei, gesund zu sein? Ach, alles, was du sagst, ist richtig. Jetzt aus dem Science-Talk wieder da in das eigene Denken reinzukommen, aber was ist für mich Gesundheit? Gesundheit ist, glaube ich, für mich ein Zustand, in dem ich langfristig dazu befähigt bin, das zu machen, was ich möchte. Und meine Potenziale ausschöpfen kann und keine Krankheitsbarrieren quasi im Weg sind. Und für alle Leute, die vielleicht chronische Krankheiten haben oder so, weil das finde ich so ein bisschen so einen elitären Anspruch, kann man auch sagen, dass man gut mit dem umgehen kann, was man gerade hat, also eine Situation hat, in der man gut mit den Potenzialen und Herausforderungen umgehen kann, die man gerade hat. Das wäre das, was ich denken würde. Schöne Definition. Und was mir hilft, gesund zu bleiben, was tatsächlich, Schlaf haben wir schon gesagt, will ich jetzt gar nicht groß ausbreiten, aber das ist für mich auch irgendwie echt sau wichtig, weil ich merke, wenn ich lange nicht gut schlafe, bin ich wirklich sehr ungenießbar, reizbar und nicht fit. Und umgekehrt kann ich, wenn ich gut schlafe, wirklich gut das machen, worauf ich Lust habe. Aber das eine ganz große Sache, die mir wirklich viel Qualität gibt, ist, regelmäßig joggen zu gehen. Ich
habe mich aus Spaß irgendwann mal für einen Halbmarathon angemeldet, weil ich wissen wollte, ob ich das schaffe. Und diese Zeit, wo ich einfach dadurch, dass ich wusste, ich muss oder ich will regelmäßig laufen gehen, um das langfristig zu machen, das war wirklich wahnsinnig, weil ich gemerkt habe, ich bin dann morgens nach dem Joggen oder so einfach super fit. Und langfristig hat es einfach einen sehr guten Rhythmus gegeben aus Anspannung und Entspannung. Wie läufst du da genau? Also wann und wie und mit wem oder alleine? Also da für diese Halbmarathon-Sachen kann man sich auf lauftipps.ch kostenlos so einen Trainingsplan runterladen. Das fand ich extrem gut. Ist irgendwie idiotensicher und total einfach. Und da läuft man dreimal die Woche. Es gibt auch Pausenwochen, aber eigentlich einen kurzen Lauf, einen Intervalllauf, wo man immer wieder schneller läuft und dann wieder langsamer. Und dann einen langen Lauf meistens am Ende der Woche mit Ruhewochen, wo man nur 20 Minuten geht. Das ist so für diese lange Distanz. Aber zum Beispiel jetzt in der Lernzeit fürs Examen bin ich jeden Morgen 15 bis 20 Minuten vor dem Lernen laufen gegangen. Auch nicht High-Intensity-Sprint, sondern eine entspannte Runde. Und da habe ich einfach gemerkt, bin ich total gut wach geworden, um irgendwie aus dem Pushen zu kommen. Kaffee vorher getrunken, dann laufen gegangen und dann habe ich mich hingesetzt. Und was ich total krass finde, alle reden immer irgendwie über Neurodoping oder so. Also das ist so ein krasses Neurodoping, weil ich habe mich dann hingesetzt und die ersten 2-3 Stunden konnte ich einfach ohne Stress und ganz entspannt total gut lernen. Und das fand ich wirklich eine gute Methode und habe auch langfristig das Gefühl gehabt, ich hatte viel weniger Stress dadurch, weil das ja oft eine Zeit ist, die Leute an ihre auch mentalen und psychischen Belastungsgrenzen gibt, was ich gut verstehen kann. Und ich habe das Gefühl, ich habe das dadurch ein bisschen ausgetrickst. Gut schlafen und joggen, besser als jede Pille. Ohne Witz, wirklich. Also es ist wirklich, fand ich wirklich erstaunlich, wie gut es tut. Das ist wahrscheinlich in deinem Leben so und in dem Leben eines jeden Menschen und hoffentlich bald in unserem Medizinsystem auch. Genau. Vielen Dank, Jonas, für das schöne Gespräch. Danke, Moritz. Es hat echt Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht. Trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu: Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.